Es ist mal wieder Zeit für Funfair Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kimmis. Heute geht es mit Vanessa zum ersten Mal für uns in das Freizeitland Geiselwind. Tourtag Nummer 2. Abschuss. Er erlebt unter anderem hier in diesem Video ein sehr ausführliches Interview mit dem Parkinhaber Matthias Mölter. Showtime mit Patrick Keaton. Mysteriöse Gestalten, Eine Seemann-Attraktion und ein Mac-Produkt. Unfassbar, oder? Zusätzlich wurden wir von der F hoch 2 Filmproduktionsfirma begleitet, und zwar für die Serie Bahnfrei, die Freizeitparkhelden. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Also bleibt dran und bis gleich. Ihr seid ja immer noch hier. Weg mit euch! Willkommen zurück und herzlich willkommen im Freizeitland Geiselwind. Hey! Hey! Nach 3,5 Stunden Schlaf, nur 3,5 Stunden Schlaf. Nee, überhaupt nicht. Nee, die auch nicht, weil du die Brille hier, deine Ameisenbrille aufhast. Ameisenbrille? Die Coolbrille? Ja, wie so eine Biene siehst du aus. Nein, der Oman. Die Oman-Brille. Die Oman-Brille. Ja, Frühstück war gut im Hotel, wo wir waren. Ja. Das war's dann aber auch. Komfortzimmer. Im Komfortzimmer. Ich habe kaum geschlafen, oder wir haben kaum geschlafen, weil ich habe nochmal auf die Uhr geguckt, 2.45 Uhr. War kurz. Sind wir eingeschlafen, um 6.30 Uhr mussten wir wieder aufstehen. Ja, also schaut euch das Video von Volksfest Nürnberg an. Ne? Da seht ihr, wie wir genächtigt haben. Verlinke nochmal eine Videobeschreibung, schaut an, lohnt sich, wa? Und jetzt haben wir, wie gesagt, Freizeitland Geiselwind hat gerade aufgemacht. Wir sind zum ersten Mal hier und wir haben noch ein kleines Meeting mit den Patrice. Das Schlimmste zuerst. Slingshoot sind wir noch nie gefahren. Nützt ja nichts, ne? Ich hoffe, das ist entspannt. Wie gesagt, wir haben gerade Frühstück gehabt und der ist hier gleich in der Nähe. Der macht noch eine morgendliche Wartung nicht, so ein morgendlicher Check. Und Check-up mit uns. Wir müssen uns ein bisschen wir beeilen. Wir sind heute die Dummies. Deswegen müssen wir uns beeilen. Und schön mit Wald und so, ne? Da gehen wir jetzt mal hin. Das ist nicht schön. Können Sie mal drehen? Ich würde gerne hier mal kurz noch mal so eine Ziege streicheln. Ja, wir müssen nur mal ganz kurz. Wir müssen erstmal dahin. Ne? Wir machen erstmal dahin und dann streichen wir die Ziege. Okay. So, weiter geht's. Los geht's. So, Paris, willkommen. Willkommen. Drehe ich die Kamera? Ah, brauche ich ja gar nicht. Nee. Da sind wir jetzt angekommen. So, jetzt sind wir angekommen und jetzt wird erst immer so ein kleiner Morgencheck gemacht am Slingshoot. Übrigens, wir sind noch nie Slingshoot gefahren. Schauen wir mal. So ein bisschen Magenkribbel haben wir schon und ich sehe schon Patrice. Nicht nur das. Der macht ja gerade, der ist gerade dabei zu putzen. Ah, hier ist schon einiges los. Patrice, grüß dich! Moini! Servus, kennt uns aus. Guck mal, ich versuche mal einen Schwenk. Genau, mach mal einen Schwenk. Ich mache nochmal einen Schwenk. Moin. Die morgendliche Wartung, wir nicht warten, sondern so ein Check einmal, ne? Genau, so ein Check, bevor alles losgeht, bevor das Fahrgeschäft aufmacht komplett. Ja. Was musst du genau machen? Ich mache jetzt noch die Fettpresse alles, dass hier geschmeidig Fett drin ist, dass sich das Kugellager alles drehen tut. Und wenn ihr noch eine Minute Zeit habt, dann könnt ihr ja dann gleich eine Runde fliegen, wenn ihr Bock habt. Ja, können wir machen. Sozusagen die erste Testfahrt, ne? Genau. Unfassbar, oder? Und das ist ja wahnsinnig interessant. Hier hängt auch eine GoPro. Genau. Hier ist so eine GoPro, wo man sich wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, On-Ride-Videos oder sowas machen kann. Genau, da unten gibt es dann ein Fotoapparat und da kann man sich dann das Bild bzw. Video dann holen. Ja, Wahnsinn. Und sag mal, wie hoch ist das Teil? 80 Meter ungefähr. Knapp 80 Meter. Genau. Wahnsinn. Und hier sitzt nämlich halt immer so für die Steuerpulte, ne? Genau. Kannst du das nochmal kurz erklären? Ja, klar, selbstverständlich. Wollen wir auf das Steuerpult oder innen drin das Steuerpult? Wir erstmal drin machen. Genau, machen wir. Mich interessiert ja mal alles. So, hier ist einmal das Bedienerpult komplett, wo ich dann die Kontrolle habe über die ganze Gondel. Da sind die Prozente, zum Beispiel jetzt 50% Zugkraft, 75% und 100% Zugkraft. Da kann ich halt komplett den Service oder Not ablassen, falls mal irgendwas sein sollte, was wir mal nicht hoffen, was ist. Also du kannst wirklich auch steuern, wie stark der jetzt nach oben schießen soll. Genau. Das kann ich komplett alles hier steuern. Ja, dann machen wir natürlich 100%, ne? Das ist selbstverständlich. Das machen wir. Geil.
gar keine Frage. So sieht's aus. Krass. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt hier das hochschießen lassen will, ist das nur ein Knopf. Genau. Sprich, ich spanne das dann komplett auf. Mhm. Dann steht hier dann, wo jetzt die Null, Federstock 0 Position ist. Das geht dann auf 2300. Dann kriege ich einmal das orangene Lämpchen. Hier unten ist mein schönes Fußpedal, wie beim Autofahren. Und dann drücke ich auf und dann klingt sich das unten raus und ist so eine Magnetscheibe und dann wird man hochproduziert. Hast du hier schon besondere Momente erleben können bei den, was war so das skurrilste Erlebnis von einem Zuschauer, sei schon, von einem Fahrgast? Wir haben ja hier eine Live-Übertragung, wo wir das auch alles sehen. Und da waren halt echt muskulöse Typen, die haben vorher noch den Kindern Angst gemacht, den eigenen Kindern haben dann gesagt, ist nicht so schlimm und so. Und die saßen dann tatsächlich drin und die haben dann geweint. Das war das Witzigste, was ich bis jetzt hier erlebt habe. Bist du selber auch ein Adrenalin-Junkie? Ja, oder? Selbstverständlich. Echt? Ja. Was war so das Krasseste, was du so gefahren bist? Wo in Europapark der Silverstone aufgemacht hat. Das war das. Genau. Und dann war ich vor 3,5 Jahren in Dubai in der Formel 1 Strecke und das war das Krasseste bis jetzt, was ich gefahren bin. Also bist du ja auch so selber Achterbahn-Fan, Freizeit-Fan. Genau, ne? Genau. Also das gibt komplett. Dir auch so die Leidenschaft. Jawohl. Ach cool. Hast du eine Lieblingsfahrgeschäft oder Lieblingsachterbahn oder sagst du eine irgendwie? Ich sag so, Hauptsache der Adrenalin muss bei mir passen. Ich liebe Höhe. Ich kletter auch fast jeden Tag täglich hier auf die Masten rechts und links hoch. Das sind ja 80 Meter halt. Und umso höher, umso besser, sage ich. Das muss ja richtig sportlich sein. Wenn du da 80 Meter hochkletterst, jeden das unterschätzt man. Jeden Tag musst du da hoch. Jeden Tag, ja. Einmal den rechten und den nächsten Tag den linken da. Weil die Sicherheit für unsere Fahrgäste steht da dann an oberster Stelle. Das ist ja Wahnsinn. Mein Gott. Und vorne das Steuerpult, was ist das nochmal? Da, genau. Vorne das Steuerpult, da tue ich dann komplett. Hier habe ich einmal den Befehl für die Kamera, dass die Kamera an ist, komplett. Dann hier ist einmal für Bügel, aus und an. Dann ist einmal hier der Hauptschalter für die Kamera separat noch, dass ich die Live-Übertragung sehen kann. Und dann, wenn dann alles zu ist, dann gebe ich hier auch die Bestätigung, dann hänge ich das raus und dann hier vorne ist nochmal ein Startknopf hinter dir. Achso, ach hier noch. Genau. Und das ist dann die Bestätigung, dass alles komplett passt mit der ganzen Sicherheit. Ja. Dass die Federn alles gut gespannt sind. Dann gebe ich hier Bestätigung, dann gehe ich ins Mina-Pult rein und dann schieße ich ab. Und sag mal, das Laute ist hier im Kasten da, ne? Was ist das genau? Das ist der Öldruck, die Pumpe für die Federn, was hochzieht. Und wenn das nicht so laut wäre, dann wäre es schlimm. Ach, dann wäre es schlimm? Dann wäre es schlimm, ja. Ach so, also ich finde das ja immer cool irgendwie so, ne? Weil das interessiert ja auch die Technik von einem Fahrgeschäft. Oder, und wenn das, wenn, ich sag immer, ein Fahrgeschäft muss laut sein. So muss sein, ja. Sehe ich auch so. Umso lauter, umso besser. Ja, genau. Genau. So, warte, ich muss jetzt noch irgendwas hier machen oder bist du durch? Ich muss jetzt nur noch das Öl von dem Zylinder wegmachen. Weil ich gerade die Ölpresse benutzt habe und dann können wir auch schon starten. Ja, dann nützt ja nichts. Dann müssen wir durch, ne? So sieht's aus. Jeder muss durch. Danke dir erstmal, ne? Bitte, bitte. So, ich bin froh, dass der Bildstabilisator so gut ist, weil ich kann hier das Ding nicht ruhig halten. Ach ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich bin auch so ein bisschen aufgeregt. Ich habe 300 Puls, ey. Nee, ja. Noch mehr als beim Freefall-Tower. Ja, wir sitzen ja noch nicht mal. Es ist geil, ich hoffe, ey. Ja, es ist... Aber es soll nicht so schlimm sein. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das ist wie so ein Freifallturm, der hochschießt, nur ein bisschen anders. Es soll wohl entspannter sein. Ich sehe das so noch nicht. Ich sehe mich auch da noch nicht drin sitzen. In 80 Meter, da seh ich uns. Da sehe ich mich gar nicht, nee. Ich sehe mich hier am Boden, wie ich die Außenaufnahme mache, da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Selten so viel Angst, sag ich dir, wie es ist. Ja, das ist. Aber danach bin ich, Bruder, war ich entspannt. Ja. Freust du dich auch schon? Ja. Ich habe auch schon ein bisschen Kribbel. Also wie gesagt, man, es geht das über Kopf und so, ne? Mhm. Ja. Also ich bin schon sehr gespannt. Ja, aber schön. Bestimmt hat man eine schöne Aussicht oben. Ja, so ganz kurz hat man mal eben so einen kleinen Moment. Und man hat Wald. Wald. Es ist sehr schön grün hier. Es ist wirklich schön. Toll, weil heute ist auch ein sehr heißer Tag. Und wir haben schon gefreut, dass hier auch schattige Plätzchen sind. Es ist toll mit diesem ganzen Grün. Da habt ihr mich ja, ne? Ja. Da bin ich ja schon begeistert. Wir mögen so, Wald. So, wir drehen uns auch mal gerne. Wir drehen uns immer gerne. Oh. Immer mit dem Licht gehen. Ich muss mich auch bewegen, das baut so ein bisschen die Spannung ab. Ja. Gut, ich lauf noch ein bisschen rum. Ja, lauf mal ein bisschen rum. Wann ist das Bild jetzt so? Nicht zurück mehr. Oh, warte, jetzt natürlich die noch mehr. Warum Freizeitparks? Warum Achterbahn? Ich brauche immer diesen Kick. Weißt du, ich bin von Kindheit an interessiere ich mich für Freizeitparks, Filme, Schausteller, Achterbahn, alles. Das Komische ist, aber ich habe so leichte Höhenangst. Und je höher, desto besser, aber auch... Mein Fleisch ist eingeklemmt. Ja, ich weiß auch nicht. Dankeschön.
und dann kriege ich halt einen vernünftigen Satz mal raus. Wie jetzt zum Beispiel. Ne? Also, weil ich bin hier noch nie mitgefahren, wir beide nicht. Und wir sind dementsprechend, ich weiß gar nicht, was hier losgeht. Gib mal ein Zeichen. Oh, sie dreht schon. Ach, scheiße. Wie du jetzt wieder zu melden. Oh, was? Oh. Meine Güte, jetzt doch nicht so schnell. Wie schnell geht's denn los? Muss ich mich zurücklehnen? Muss ich was machen? Ja, wie lange geht es denn los? Wann geht es denn los? Wenn es knack macht. Und der Baum? Welcher Baum? Da, da vorne, da sind wir doch direkt da vor dem Baum. Da laufe ich gleich gegen den Baum. Oh, Schmack. Oh, okay, ist wie wild. Entspannt, jetzt geht's wieder. Ne? Denk an Wald. Ja, jetzt geht's, jetzt ist entspannt. Oh, hui! Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh. Nee, bewusstlos war ich nicht. Nee, bewusstlos war ich auch nicht. Oh. Alter, zuerst direkt früh morgens in das heftigste Geschäft, ey. Oh Gott. Nee, war wirklich sanft, muss man sagen. Jetzt pocht aber mein Hals auch so ein bisschen. Nee, ich habe gar keinen Puls mehr. Oh. Ich habe gar keinen Puls mehr. Ich habe mich auch festgehalten. Das hätte mich aber auch gewundert, ey. Du jetzt, Ich musste mich auch festhalten. Erst habe ich so probiert und habe ich das aber, dann habe ich gesagt, nee, komm. Nee, aber wir haben auch zwischendurch so, wie hoch, okay, wir sind jetzt am Ende vom Gerüst. Ja. Wie hoch geht's jetzt noch? Aber lohnt sich, wa? Ja, fahrt damit, super. Oh, meine Haare. Ich glaube, das ist doch überlebt. Ja, ja, ja. Das war 100%, ne? Das war 100%, ja. Ja, wenn schon volles Programm, ne? Nee, entspannt. Ja, war entspannt. Ja, also, schön. Für den Anfang, ja. Nicht schlecht. Ist halt schade, weil ich bin da nicht so emotional bei sowas. Ist halt blöd jetzt für die Aufnahmen. Überhaupt nicht. Ich habe an Weilen weit gehört über den Park. Da stehen auch schon ein paar Leute. Die Vögel sind schon so. Das waren nur Vögel. Oh, können, wir das diese, waren wir nicht. Können wir das jetzt auch machen hier? Oh Gott. Ja, war echt. War cool. Das freut mich. Hat Spaß gemacht. Wenn wir im Moment sitzen. Adrenalinkick. Also absolut. Oh, ich zieh doch noch ein bisschen, ne? Oder? Also zwischendurch ging die Kamera immer so, dann dachte ich nur, hoppala. Oh Gott, ey. So, ich steig schon mal aus. Vor allem ist es echt cool, weil denkst du, das ist immer oben, ne? Und dann, wenn du dich nochmal überschlägst, dann denkst du, oh, ja, machst du nochmal Loopings. Ja. Und das Krasseste finde ich, wenn du wirklich so runterspürst, also du guckst so runter und du knallst, du denkst, du fällst wirklich auf den Boden, ne? Also das ist wirklich ein krasser, eigentlich noch schlimmer als Freefall. Aber lohnt sich. Nein, also, Kamera. Jetzt kann man öffnen. Okay. Jetzt geht's. Funktioniert. Alles top. könnt ihr benutzen. Geht. Danke dir. Weiter geht's. Nee, jetzt brauche ich mal eine kleine Pause. Super. Es geht schon wieder los. Oh Gott, oh Gott. Danke dir.
ja, Mensch, jetzt haben wir es geschafft. Ja. Du musst jetzt weiterarbeiten. Genau. Ja, danke dir nochmal für alles. Alles gut, hat mir richtig Spaß gemacht und ja, wir sehen uns nachher nochmal, ne? Auf jeden Fall. Ich danke dir. Oh, die Geräusche, geil. Ciao. Ciao. Danke. Ciao. 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 Macht's gut. Weiter geht's. Ah, weiter geht's. Abschluss. Weiter geht's. Berberaffen leben als einzige Makakenart nicht in Asien, sondern in den Alltagsregionen Marokkos und Algeriens, sowie auf Gibraltar. Die dortige Population dürfte jedoch vom Menschen eingeführt worden sein. Wir waren jetzt beim Lama. Ja, und Slingshot haben wir auch schon, das habt ihr alle schon gesehen. Ja. Und jetzt gehen wir in, das kenne ich nämlich noch von früher, Tal der Könige von Bügler, glaube ich, war das damals, auf der Kirmes. Das ist so ein großes Lauflaufgeschäft und da gehen wir nämlich jetzt rein. Und darf ich diese Maske draufziehen oder muss FFP2 sein? Nee, eine medizinische Maske muss es sein. Ja, ich habe nur die zuerst gegriffen. Ja, ist... Ich habe alles dabei. Wir haben alles dabei, wir sind voll ausgerüstet. Ah, tata, da geht's jetzt rein. Warte mal, ich kann aber die Kamera drehen. Endlich mal was Entspanntes. So, grüß dich. Jetzt sieht man nicht, dass ich nicht ins Display gucke. Nee, in die Linse, andersrum. Ja, ja. Ja, ja. Hey. Sonne ist nur einmal im Jahr. Oh, meine Maske ist so gekühlt durch den Eistee. Oh. Na, huhu. Da ist der Lars. Die leuchtenden Augen da oben so geil. Ja. Vielleicht kommen wir nachher. Ach nee, ist nicht dunkel heute, ne? Nee. Heute wird es selten dunkel. Aber hier, der Dicke. Lars, der klingt ja wie du. Ja, ne? Unsere Halloween-Tour. Das bin ich auch. Ein kleiner Rucker mit Rico. Ja, ich bin da oben, die Kamera. Nee, passt. Ja? Ja, ich habe hier alles im Griff. Du kleiner Rekommandeur, wo du zu Halloween den nachgemacht hast. Wo sind dich? Oh, und es geht wieder ins Dunkle. Party! Heute machen wir Party! Immer was Party!
ist das hier? Gar nichts ist hier. Lichter. Pure Verwirrung. Ach, schön. Wow. Schön mit den ganzen Lampen, ne? Ups. Oh, okay. Oh, hier läufst du wie besoffen, ey. Raus aus der Pyramide! Wusste ich, dass das kommt. Nee, ich nicht. Ich war eventuell leicht überrascht. Ich konzentriere mich darauf, dass die Kamera gerade ausguckt. Ich guck doch nicht, was hier kommt. Oh. Oh, guck mal, Krokodil. Ach, cool. Hallöchen. Kommt noch irgendwas? Wir sind jetzt so ein bisschen aus dem Wald raus. Ja. Nachdem wir stimmt. Tal der Könige gemacht haben, haben wir uns gedacht, so eine kleine Achterbahn wäre jetzt eigentlich ganz cool. Ja. Und jetzt haben wir hier. Suchen wir die? Wo kann sie nur sein? Tada! Ja. Power okay. Enzian. Ein Mack Rides Attraktion. Ein sogenannter Powered Coaster. Und richtig schöner Klassiker. Und da fahren wir jetzt mit. Freu mich schon. Dahinter steht übrigens auch noch ein Turm. Warte mal. Das ist die erste Achterbahn heute. Das ist die erste Achterbahn. Und dahinter steht noch so ein Freefall Tower. Müssen wir natürlich auch fahren, ne? Ist klar. Ja. So, wie ist das? Das ist gar kein Problem für mich. Nee, nachdem wir Slingshot hinter uns gebracht haben, wurscht. War ja kein Problem für uns. Im Grunde haben wir die Angst auch nur gespielt. Ja. Guck mal, dass da gar keiner schreit, das kann ich nie verstehen. Der Turm fährt gerade, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Genau. Jetzt muss ich wieder drehen, die Kamera. Wie mache ich das? Zentrieren? Nee. So. Ja, es ist schon fast unten. Aber ihr habt es ja gehört, das ist ja auch mal was. Ihr werdet es nachher nochmal hören. Ihr werdet es nachher akustisch einmal. Spätestens bei Lassie. Die Stimmung wiedergeben, wie sie so ist. So, das ist Fakt. Ja, und jetzt werden wir die erste Achterbahn heute. Blaue Enzian, jawoll. Ui. Geht über Kopf? Nee. Blau, mit Enzian. Das ist. Ja, kommt hier mal im Pflegeheim. Die Sonne. Hallo. Ja. Weiter geht's. So, unsere erste Achterbahn für heute. Hey. Und danach? Was denn? Vielleicht machen wir danach ein Wasserfahrgeschäft. Danach können ist ja wir, ja. Warm. Ja, stimmt. Vielleicht können wir ja ein Wasserfahrgeschäft fahren. Können wir machen. Oh, holla, die Wald. Oh, das ist schön fresh, ne? Oh, ja, endlich mal ein bisschen Abkühlung. Ja, genau. Oh, die hat aber noch Dampf, du. Oh. Die alte Wutsch, die hat noch was. Oh, dann wird die jetzt schlecht. Oh. Ein liegender Looping. Ja. Looping, hey! Oh. War sofort gerecht. Jawoll! Jetzt aber richtig! Nur brauchen wir eine mit Schmackes! Was macht ihr da? Einarmig fahren? Ja? Einarmiges Fahren! Ja, oh. Das ist wieder eingequetscht! Oh. Das wird wieder! Hey! Ich komme immer rüber zu dir. Meine Güte. Hey!
mal rüber. Ja, jetzt kommst du mal rüber. Die kannst du mit dem Sebastian machen. Ja, genau. So. Ja, fahr doch mal rüber. Ja, ich fahr doch mal rüber. Ah. Ah. Oh, so nett. Das ist schön. Das ist schön. Wie so ein älteres Geschäft. Ganz ja. Schnell. Ganz schön, danke da. Oh, schön luftig. Ja, wir sind. Wo sind wir denn jetzt abgeblieben, Lars? Wir sind gerade ausgestiegen, blauer Enzian. Ja. Hier und Namen, ist natürlich unfassbar. Und jetzt habe ich, wir wollten ja theoretisch gleich in die Wasserattraktion, ja. Ne? Weil das ja echt schon tierisch warm ist. Und dann dachten wir drehen uns mal. Wir können es ja mal drehen, warte mal, ich kann ja die Kamera. Wie drehe ich die Kamera? Muss ich hier drücken? Immer drücken. So Lars. Muss ich drücken. Immer drücken. Da haben wir nämlich Fun Street, das ist ein wirklich schönes Laufgeschäft. Das kenne ich noch von der Kirmes. Zuletzt auf dem Hamburger, ich weiß gar nicht mehr, Sommerdom, ist aber x Jahre her. Und da würde ich ganz gerne nochmal schnell reingehen. Aber wenn wir schon mal gerade hier sind. Ja, absolut. Ich war da noch gar nicht drin. Ach nee, ne? Ich glaube nicht, nee. Dann gehen wir auf jeden Fall da rein. Nix. Nö, genau. Und danach machen wir eine schöne Wasserattraktion. Ja, suchen wir uns was mit Wasser. Ja, machen wir. Super. Super. Gehen wir rein. Abschluss, jawoll. Warum sage ich das eigentlich immer? Man weiß es nicht. Ah. Tschüss. Tschüss sage ich auch immer. Es ist und bleibt ein Rätsel. Tschüss. Jetzt aber nochmal. Tschüss. Das kenne ich auch noch. Mal bitte. Das kenne ich auch noch hier, diesen kleinen Parcours. Ah, sowas lieben wir. Oh, da dreht man sich ja so, ne? Ah. Ja, das ist gut. Oh. Hey. Aber hier geht das ja. Wir lieben ja Rundfahrgeschäfte, ne? Ach, oh, herrlich. So, ist wie Morgensport. So. Kann man das überhaupt schon verraten? Was? Dass wir morgen Sport gemacht haben? Nee. Wir machen immer morgens Sport. Ihr kriegt ja gar nichts mehr mit. Nee, das stimmt. Ja. Ich bin der Meinung, ich sollte die Übungen sagen. Weil ich finde, die App von Lars ist scheiße. Nein, die ist gut. Wird's laut? Nein. Wird nicht laut. Wird's laut? Dann wollen wir mal. Gott sei Dank habe ich eine Hose an. Gott sei Dank habe ich eine Hose an. So. Okay. Du darfst nicht gegen das Laser kommen. Jawohl. Wie geht es in den Pausebildern mal? Ja. Oh, ich bin schon hingekommen. Ich auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Einbrecher werden wir nicht mehr. Nee. Hey. Ja, hier ist gestellt. Hier ist gestellt. So, es geht wieder nach links. Oh nee, schon wieder das mit Ducken. Oh nee. Durch die Fetten, mit Atem. Oh. Und jetzt hier lang. Kannst du durch die Ringe springen? Nee, ich mach das, was du machst. Wo ist die Bürste? Ach du Scheiße. Mach mal. War oh, nicht so schön. Hier ist cooler. Ja, ich komme auch da nicht mehr. Easy. Ja. Easy peasy. Und jetzt hier für die Kiste. Und jetzt hier durch. Oh, kein Problem. Oh. Fum. 1, 2, 3. Hey! Ach, einfach. Oh, der piescht. Dann machen wir mal hier weg. So. So, Freiheit. Freiheit. Ah, das kenne ich. Guten Tag. Guten Tag, kommt rein. Oh, Wasser.
Eine Gießkanne. Oh, hier. Okay, okay. 1, 2, 3. 3. Ah! Hab ich mich erschrocken. Ah! Mit Schuhe und Sonnencreme. Mal gucken, wie Wasser. Ah, ich kenne die Tricks. Lass dir ruhig Zeit. Ja, genau. Tschüss. Ja. Weiter. Lauf du doch weiter. Oh Gott. Oh, spassig. Meine Socken sind nass. Deine Socken sind nass? Zeig mal. Bei der neuen, sind meine auch nass? Nö. Weiß nee. Ich nicht. Das musst du spielen. Du hast ja die dicken Socken. Ja, meine Socken sind nass. Schön. Also, meine Socken. Schreiben wir die Vorgeschichte. Ja, meine Socken sind nass. In der heutigen Folge. Meine Socken. Lars und Vanessa Slingshot. Und dann. Und Vanessa Socken sind. Meine Socken sind nass. Ja, die Hose und das Gesicht, das ist egal. Aber meine Socken sind nass. Meine Socken sind nass. Ja. Meine nicht. Ich bin trocken geblieben. Was wolltest du machen? Ein Muster. Habe ich auch ein Muster? Ha! Hier kann man sehen, ich habe auch ein Muster. Meine Schuhe sind nass, ist viel schlimmer. Jetzt sind sie wieder trocken. Oh, ach, ich Spaß gemacht, ne? Wir filmen schon. Ach, aber lach. Guckt sie gar nicht. Nein, mit. Krieg ich wie immer. War spaßig, ne? Ja, war mehr Wasser, als ich dachte. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, den letzten Teil. Ich glaube, das hat, ich weiß nicht, ob das neu ist oder was. Weil so viel Wasser, wusste ich gar nicht, dass da so viel Wasser drin ist. Ja, ich wusste gar nicht, dass da Wasser drin ist. Hab ich wohl auch vergessen. Hat Spaß gemacht. Obwohl ich die ja noch nie gefahren bin. Gefahren, gelaufen? Ja. Und jetzt... Hab ich mich ein bisschen erschreckt. Jetzt würde ich sagen, da wir schon ein bisschen Wasser jetzt da mitgemacht haben, machen wir jetzt... Die Socken sind eh nass. Jetzt können wir auch irgendwelche Wasserbahnen fahren. Mal gucken, Nautic Jets oder wie das heißt. Ich weiß gar nicht, was es hier noch so gibt. Mal gucken. Wir gehen, glaube ich, da mal hier gerade rüber und dann schauen wir mal, was es so gibt. Auf dem Parkplan habe ich das, glaube ich, gesehen, dass es da irgendwas gibt mit Wasser. Abschluss, jawohl. Ich bin bereit. Hey. Wie drehe ich die Kamera? So. Und hier, hey. Oh. Das ist schon ganz schön. Hey. Oh. Ich habe mein Essen wieder gerammt. Super geil. Und nochmal aus hier. Hey, Looping. Oh. Aber bringt Spaß. Bringt echt Spaß. Also von außen sieht das so lustig. Von außen sieht das so in Anführungszeichen harmlos aus. Aber wenn du hier drin sitzt und du machst hier richtig so eine Kurve und nimmst die Welle noch mit. Also das hat richtig Speed drauf. Das macht Spaß. Muss ich da richtig reinhängen, ne? Ja. Du wärst doch teilweise richtig rangedrückt. Das ist echt, das ist cool. Das mag ich. Guck mal hier, Krokodil und so. Super geil. Oh, guck, oh, meine Hose ist nass, sicher jetzt erst. Ja, diesmal sind Schuhe nass. Guck mal, Vanessa muss komplett einmal rumgehen. Du? Bisschen nass. Ja, ein bisschen, ne? Hier so die Sonnenmilch. Ja, herrlich. Überall. Super geil. Ja, dass wir mit Technik arbeiten, ne? Ja, mal gut, dass wir mit Technik arbeiten. Tschüss. Unfassbar, oder? So, ich bin immer der Letzte. Ja, danke schön, ne? Vielen Dank. Herzlich willkommen. Machen Sie sich bequem.
die haben wir natürlich mit Abstand, Abstand, Anstand, Abstand. Wie heißen Sie? Vanessa. Vanessa, schön, dass du da bist. Völlig freiwillig, versteht sich. Vanessa, ich habe etwas mitgebracht für dich. Passenderweise ein Kartenspiel mit Symbolen, die passend zu deiner Blume sind. Nämlich Blumensymbole. Und ich, Vanessa, ich kann dir alle Blumen mal kurz zeigen. Hier, wir haben zum Beispiel eine Narzisse, könnte das sein, eine rote Rose, wir haben ein Enzian, wir haben eine Tulpe. Was für eine Blume könnte das sein, Vanessa? Ein Gänseblümchen. Oder einfach eine rote Blume. Eine rote Blume, Vanessa. Sehr gut. Deine Aufgabe, Vanessa, wird ganz simpel sein. Du darfst dir gleich eine Karte von diesem Kartenspiel aussuchen, indem du mit dem Zeigefinger drauf tippst und darauf liegen bleibst. Das ist deine Aufgabe. Aber ich darf dir ganz kurz nochmal dieses Kartenspiel zeigen. Es ist eine bayerisch-fränkische Blumenwiesenmischung. Und diese Blumenwiesenmischung ist bunt gemischt mit Sonnenblumen. Wir haben hier wunderbare Gänseblümchen. Wir haben Tulpen, wir haben alle verschiedenen Farben, die man so auf einer Blumenwiese hier in Bayern oder Franken sehen und finden kann. Und Vanessa. Vanessa, war dein Name richtig? Habe ich mir gut gemerkt in der kurzen Zeit, oder? Vanessa hat jetzt die Chance, ihre Chancen, die Chanzen zu nutzen, sich eine dieser Karten auszusuchen. Völlig unterschiedlich und völlig freie Wahl. Darf sich Vanessa die eine Karte aussuchen, indem Vanessa mit dem Zeigefinger berührt auftritt. Und zwar jetzt. Die kann soll sein. Möchtest du dich noch einmal umentscheiden? Die soll es sein. Vanessa, was du jetzt Folgendes machst, das ist, die Karte zu nehmen, mit der Bildseite auf deine Brust zu drücken, ohne sie anzuschauen, dass ich überhaupt eine Chance habe, sie zu sehen. Hast du? Drück die Karte so fest wie möglich auf die Brust, damit machst du die Karte sehr, sehr glücklich. Vanessa, meine Aufgabe wird es nun sein, diese Karte herauszufinden. Nicht nur, dass ich den Namen nenne, sondern ich werde versuchen, die Blume aufzuzeichnen, mit Hilfe eines Blockes und eines Stiftes. Und dieser Stift, den bräuchte ich noch ganz kurz an dieser Stelle. An dieser Stelle bräuchte ich einen Stift. Das macht rein gar nichts. Es ist heute nicht wahr. Dankeschön, Flo. Nimm den Deckel gleich mit. Sehr schön. So, jetzt sind wir bereit. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich fange mit dem einfachen Teil dieser Blume an, mit dem Stiel. Und mit dem Blatt. Vanessa, warst du schon mal auf dieser Bühne? Nein, das allererste Mal. Sehr gut. Vanessa, ich würde dich jetzt bitten, ganz kurz mal auf deine Karte zu luschern und wieder zurückzubringen auf deine Brust. Hast du? Sehr gut. Jetzt kommt der erotische Teil. Du darfst mich anschauen. Und zwar jetzt, versuche diese Karte zu ermitteln, und zwar per Gedankenkraft. Vanessa, die Frage erübrigt sich, ob du noch zur Schule gehst. Du gehst nicht mehr zur Schule. Hattest du damals Kunst in der Schule? Ja, warst du gut in Kunst? Geht. Ja, das ist gut für mich, da muss ich nicht ganz genau zeichnen. Vanessa. Aber ich glaube herausgefunden zu haben, welche Karte du gezogen hast. Ich hoffe zumindest. Vanessa, der Plan sieht so aus. Ich werde zuerst meine Zeichen zeigen, danach zeigst du deine Karte. Und wenn beides übereinstimmt, bekommt ein großartigen Applaus vom restlichen Zuschauerraum. Bist du bereit? Vanessa hat die Blume gefunden, hat da auch die Karte gefunden und ich habe hoffentlich diese Karte herausgefunden. Vanessa hat sich für eine einzige Karte entschieden und es war und ist die Rose, die schwarze Rose. Zeig deine Karte, Vanessa, und ob du es glaubst oder nicht, drücken. Ja, Vanessa, war es schön mit dir. Vanessa, ich glaube, du hast die falsche Karte gezogen. Ah, danke. Ja, pass auf, Vanessa. Du hast ja gesagt, du bist in Kunst so. Weißt du eigentlich, was abstrakte Kunst ist? Ja, abstrakte Kunst ist, wenn Gegenstände nicht so aussehen müssen, wie sie aussehen. Und das hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine rote Rose, die im Dunkeln gemalt worden ist. Okay. Ich merke schon, heute glaubt mir keiner was. Aber Vanessa, im Leben darf man auch Fehler machen, richtig? Sag ja, bitte. Und aus Fehlern lernt man ja bekanntermaßen. Und manchmal ergeben sich dadurch auch neue Wege und Richtlinien. Manchmal sind diese neuen Wege sogar besser als die ursprünglich richtige. Schreibt mir dazu, Vanessa, was ich damit meine.
das ist dein Souvenir, Vanessa. Danke, dass du mitgemacht hast. Meine Damen und Herren, die charmante Vanessa. Dankeschön, Vanessa. Wollen Sie noch weitergehen? Vanessa! Schön, Gott, danke, Vanessa. Schön, dass du mitgemacht hast. Und ich meine, Vanessa, nimm dies mit nach Hause, grab es dir ein, häng es dir an die Wand mit 20 Jahren. Oh, es ist rein, gar nichts mehr wert. Meine Damen und Herren, jetzt wird es Zeit. Vanessa war hier, jetzt brauche ich ein Kind. Vanessa, kommst du noch mal zurück? Nein. Auf der ganzen Welt haben keine Ausdauer mehr. Sie schwitzen den ganzen Tag, haben Übergewicht. Haben Sie recht? Aber ich möchte auch Danke sagen. Danke an Sie heute. Stellvertretend. Warum? Das kann ich Ihnen kurz erinnern. Denn Sie müssen wissen, und Sie können sich auch vorstellen, die letzten Monate waren für viele Menschen auf der Welt sehr, sehr schwer. Gerade für die Kulturbranche und für uns junge Selbstständige war es eine Welle der Zerstörung. Nicht unterteilt in einzelne Lockdowns und Maßnahmen, nein, es war eine Walze. Viele Kollegen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, haben Haus und Hof verloren, Familien zerbrachen, viele Tränen sind geflossen. Ein paar sind noch da, aber der Trost ist noch nicht zu Ende. Die Nachwirkungen sind noch da und sie werden noch kommen. Und es wird immer schwieriger für die Unterhaltung auf der Welt. Und hier, ich möchte Danke sagen, von der Politik stigmatisiert als systemunrelevant, gibt es viele Menschen, die sagen, was habe ich mit Kunst zu tun, mit Kultur? Vielleicht gehe ich mal in eine Show, in einen Freizeitpark. Aber weit gefehlt. Was wäre deine Welt ohne Netflix? Schauspiel. System unrelevant. Was wäre Radio ohne Musik? Ohne Musiker. System unrelevant. Was wäre YouTube ohne Vlogger, Blogger, Influencer? Kein Entertainment mehr. System unrelevant. Ich möchte Danke sagen an dieser Stelle, nicht nur im Namen des Weißen Geiselwinds, im Namen aller Freizeitparkanrichtungen, Kultureinrichtungen, Kinoseen, Theaterseen, Betreiber und natürlich ganz besonders im Namen aller Solo-Selbstständigen und allen, die dazu gehören. Im Namen meiner Familie, meiner Tochter, sage ich Dankeschön, dass Sie hier sind. Denn eines möchte ich Ihnen sagen. Eine Welt ohne Lachen, ohne Staunen, ohne ein Grinsen eines Kindes, das wäre für mich eine systemrelevante Welt. Ich sage Danke, dass Sie heute hier sind. So, wir haben uns sortiert. Wir haben eine Show gesehen. Mit eine Magical Show mit Patrick Keaton. Schöne Grüße nochmal. War wirklich toll. Ja. Vor allen Dingen fand ich auch seine Ansprache bezüglich auch den Künstlern. Jetzt während der Krise, die wir natürlich hatten, da habe ich Gänsehaut bekommen auch. Ne? Ja, so ziemlich auf den Punkt alles getroffen. Ja. Also da hast du ihn auch gemerkt, dass das denen auch selber ans Herz natürlich auch geht und auch mit den ganzen Existenzen. Ja, dass dann irgendjemand entscheidet, dass das unrelevant ist oder nicht systemrelevant, sagt man so. Ja. Ne? Aber ist ja Quatsch. Eben, ja. Wie er auch schon sagte, ne? Eine Welt ohne Unterhaltung, ohne Spaß, sage ich mal auch. Da geht ein Mensch auch kaputt, seelisch auch, ne? Ist ja einfach so. Absolut. Also von daher, tolle Show gewesen. Wir genießen das jetzt auch alles wieder, dass Freizeitparks wieder aufhaben, dass wir so eine Show erleben können. Ja. Kinos, Theater. Ich habe noch so viel nicht gesehen und ich habe jetzt schon wieder Angst, dass Herbst irgendwie alles wieder vorbei ist und wir so viel wie möglich jetzt aufsaugen. Ne? Ja. Bevor die wieder auf Gedanken kommen hier. Ne? Komische Ideen. So. Und jetzt stehen wir schon vor dem nächsten Schreckensgespenst. Genau. Jetzt
Mein liebstes Fahrgeschäft. Habe ich mir gedacht, Freefall Tower, nehmen wir mal mit, den Shoot and Drop Tower Volcano. Wo wir hochgeschossen werden und Freefall, wie gesagt, den kenne ich auch, der war mal auf der Reise. Ich kenne ihn. Vanessa ja, kennt ihn natürlich noch nicht. Mir geht jetzt schon wieder, wenn ich sehe, ein bisschen die Pumpe. Was? Ja, jetzt ist ja schon wieder ein bisschen her, dass wir so diese Slingshots, wir hätten das direkt nach der Slingshot, hätte ich, wäre ich gar nicht aufgeregt gewesen, aber jetzt ist ja schon wieder Zeit vergangen. Ja, ich und ich habe gesehen, dass das sehr oft hoch und runter wippt. Ja, das. Ja, ja, schon ja, auch. Ja. Ich brauche immer so ein bisschen Pause bei diesen ganzen Attraktionen. Ja. Weil gleich dahinterher, da würde ich immer sagen, oh, Vanessa, ich sage immer weiter. Ja, sie sagt immer weiter. Wir müssen weiter. Ja, und von daher, wir müssen wir mal direkt mal hochschießen lassen. Und jetzt muss los. Aber ohne ist relativ frisch, denke ich mal. Also ein bisschen Abkühlung wäre auch gar nicht schlecht. Ja, das wäre schön. Ne, das wäre schön. Das wär herrlich. Genau, von daher ballern wir jetzt mal nach oben. Ballern wir los. Auf geht's. Oh Gott, jetzt geht's los, ne? Fuck. Mit Nebel sogar. Ah, schön. Super. Weil ich ja wohl toll. Und so, ne? Ist toll mit dem Nebel, ganz genau. Muss man so machen. Ich habe auch schon ganz heiße Füße. Ganz heiße Füße? Würdest du dich trauen, so zu machen? Nee. Eins vielleicht. Ja, eine Frage war ein Bein schaffe ich. Entschuldigung, ich hab's probiert. Es geht nicht los. Oh, ich kann ja. Wir sind jetzt schon längst wieder unten. Oh, geht wieder. Hey. Schön. Es wird immer leichter. Das ist Atem, ist im cool, Haar. Ne? Jetzt kann ich auch. Jetzt. Ja, jetzt. Ja, toll. Ich meine am Anfang. Toll. Nee. Aber ich fasse wieder unten. Jetzt kann ich auch. Oh, schön hier. Aber es ist witzig, ne? Wieso, ja. Ja. Gut, haben wir das? Abgehakt. Oh, ich habe 300 Puls. Das ist wirklich cool, diese Hochschießen. Das ist nichts. Das ist nichts für mich. Ja, Adrenalin. Ich halte still. Tatsache. Jetzt musst du mal Navi bedienen. Ja, ich. Kannst du mir nochmal das Salz reichen? Das Salz reichen. Oh. Witzig. Die letzten Luftreserven, die da noch drin waren. Oh. Du grüne Neun. Oh, so ein Start ist immer schlimm. So. Okay, jetzt fahren wir noch. Was fahren wir denn jetzt noch Schönes? Den Bumerang. Schön, Achterbahn. Ah, mit diesem Bötchen möchte ich gerne noch fahren, ne? Ja, stimmt. Das war schon Was macht ihr denn? Jetzt macht Nein! Viel voll. Nicht doch, wir waren fertig. Waren wir nicht fertig? Nein. Wir waren nicht fertig. Dann machen wir nochmal oben nochmal einen. Warum Freefall. Denn? Jetzt mal so, machen. Nee, vergiss es. Mann. Vergiss es, ey. Doch, nein. Looping. Wir waren doch schon unten. Oh, du grüne Neune. Oh Gott. Locker ausblenden. Das wusstest du nicht, ne? So, nee. Jetzt reden wir gleich nochmal, dann geht's nochmal hoch. Oh. Das ist doch cool. Vielleicht kann man ja den Herzschlag auch hören an deiner GoPro. Ich muss mich mal aufrichten, ich filme nur nach unten, weil ich mich so hängen lasse vor lauter Streck. Ist auch eine gute Aufnahme. Ja. Oh nee, jetzt ist es nicht besser geworden. Oh. Nur noch schlimmer, ne? Na, aber jetzt fahren wir aber wirklich runter, oder? Ja, mal gucken. Mal gucken, welches Fahrprogramm wir haben. Was machen wir denn jetzt? Warum fahren wir wieder hoch? Ach, sind wir doch nicht fertig? Sind wir nicht durch? Oh, kommt jetzt der Aussichtsteil? Ja, jetzt kommt der Aussichtsteil. Das ist alles furchtbar. So schlimm? Das heißt furchtbar.
Ja, für Vanessa war das wieder das erste Mal. Aua. Und sie dachte, herumschießen, das war's. Nee, okay. Na, aber jetzt sind wir aber wirklich fertig, oder? Nee, jetzt kommt nochmal ein richtiger Schuss. Oh, genau. Und fühlst du dich? Wie war's? Na, jetzt ist fertig. Jetzt ist gut. Oder zitterst du noch? Ja, ein bisschen. Ah, ja. Schon noch ein bisschen. Also oben hat sie richtig gezittert. Oh. Unfassbar, oder? Ich kann das aber auch nicht beruhigen. Ich habe aber beim Auspendeln die Füße hochgemacht. Ja, ah, raus hier. Ist cool. Also ist echt eine Anlage. Ich mag die Filme. Oh Gott, wo geht's raus? Ja, war doch vieles Nettes bei. Ja, wir sind gerade Volcano gefahren und Vanessa war nicht schlimm, ne? Oh, war entspannt, ja. Ja, ne? Mich kann man ja gar nicht mehr schocken. Nee. Das Witzige ist eben, wir wurden hochgeschossen, hat Vanessa schon ordentlich gezittert und dachten wir, ja, jetzt fahr zu Ende. Nee. Yeah. Dann gehst du mal langsam nach oben und dann Abschluss, free fall. Jawoll. Oh. Ich weiß nicht, ob ich weine oder schwitze. Beides. Alles salzig. Salzig? Ja, Tränen, Schweiß, alles salzig. Alles. Alles heiß. Ah, ich weiß auf jeden Fall schon, dass ich heute irgendwie 8-mal duschen werde. Ja, ja. Und Aber wie? Man hat Sonnencreme an der Haut. Alles. Schweiß, alles. Das ist halt auch anstrengend. Aber wir haben uns gutes Wetter gewünscht. Ich bin ja auch froh. Ja. Aber du schwitzt dir einen zurecht, ne? Ja, es ist wirklich warm heute. Hin und her rennen. Aber... Wie sagen wir immer so schön, wir haben Glück mit dem Wetter. Wir haben wirklich diesmal wieder Glück mit dem Wetter. Deswegen ist es ja nicht umsonst die Sommertour, nicht wahr? So, genau. Im Herbst können wir wieder frieren, dann haben wir wieder die dicken Jacken an. Und nicht die Regentour. Ja, haben wir nämlich die Regentour gebucht. Ja. Jetzt haben wir Termin mit dem Matthias Mölter, dem Geschäftsführer des Parks. Freuen wir uns sehr drauf, dass er sich auch die Zeit nimmt. Treffen wir uns jetzt in einer Eisdiele. Oh. Oder Eismanufaktur, genau. Genau, das Richtige. Und, Upsi. Mir wurde schon wieder ein Zeichen gegeben, weil ich spreche immer entweder die Attraktion falsch aus oder die Namen falsch aus. Ach komm. Aber das ist ja... Das kennen wir auch vom Europapark, ne? Was ist das nochmal? Was ist das? Wo sind wir gerade? Ja, genau. Sehr, sehr cool. Genau. Ich habe immer noch ein bisschen Puls. Immer noch so ein bisschen. Ja, Adrenalin, ne? Ja. Adrenalin. Aber siehst du auch abgecheckt. Abgehakt. Sehr cool. Cool. Und dann gehen wir jetzt hin. So, auf geht's. Bis gleich. So, Matthias. Wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du dir extra die Zeit nimmst. Und ich bin ja das erste Mal bei dir im Freizeitpark. Und ich bin total überwältigt auch, dass du alles, du bist ja noch sehr jung, 21. Ja, hoffentlich noch lange. Und ich finde das total cool, was du hier mit deinem gesamten Team geleistet hast und auch aufbaust. Man sieht ja, also ich kenne den Park schon etwas länger. Ich habe auch gesehen, wie er vorher so aussah und was du jetzt hier alles an Veränderungen hast, auch wie groß und stark der gewachsen ist. Eigentlich ist es phänomenal. Freut mich, dass man sieht. Und man sieht auch die Liebe, die dahinter steckt, finde ich. Weil das ist ja jede Menge Arbeit auch in Planung. Das ist ja nicht einfach so hingebaut, weil du musst ja auch planen, du musst ja auch Ahnung von der Branche haben. Und die hast du definitiv. Mich würde aber erstmal interessieren, du warst ja auch früher Schausteller. Ja. Da hätte ich gerne nochmal so gewusst, wie war so deine Jugend? Meine Jugend? Ja. Meine Jugend war, glaube ich, ganz normal. Also ich komme ja aus Coburg. Ich bin in Coburg geboren, bin in Coburg in den Kindergarten gegangen. Zwar nicht immer regelmäßig, aber schon sehr häufig. Dadurch, dass mein Großvater ja Kirchturmreisender, nennt man das ja so schön, war. Das heißt, wir sind im Umkreis Coburg maximal 50 Kilometer gefahren. Das heißt, wie man das so kennt, wir hatten drei Unimox, Autoscooter, Schießwagen, Verlosung, Kinderkarussells, was man halt so kennt, die typische Dorfkirchweih. Und dadurch waren wir halt nur im Umkreis 50 Kilometer. Dementsprechend bin ich eigentlich relativ normal in den Kindergarten. War auch ganz normal dann in der Grundschule, war ganz normal in der Hauptschule, habe dann auch eine Ausbildung angefangen, ein Jahr. Und dann bin ich beim Großvater mit in den Betrieb gegangen. Aber das war eigentlich relativ normal. Also ich würde jetzt mal sagen, es gibt ja Schausteller und Schausteller.
aber da hatte ich doch eine relativ normale Jugend, sag ich jetzt mal. Also natürlich schon geprägt von dem Schausteller-Dasein, aber du weißt, was ich meine. Viele gehen ja dann doch nicht in den Kindergarten oder sind in Wechselschulen oder auf dem Internat oder wie auch immer. Oder Privatlehrer. Und nein, ich war also ganz normal. Also auch meine Kumpels, der Großteil meiner Freunde, die kenne ich seit dem Kindergarten. Die wohnen alle bei mir um die Ecke in Coburg. Und wir sind zusammen in die Grundschule gegangen, in die Hauptschule gegangen, haben unsere Ausbildung zusammen angefangen, wir kennen uns jetzt noch. Ihr habt noch regelmäßig so noch Kontakt, oder? Ja, ich bin natürlich der von der ganzen Clique, sage ich mal. Wir waren immer so, sag mal, 15, 16 Mann, alle halt aus unseren Ecken in Coburg. Ich bin halt der, wo sie natürlich immer ein wenig Rahmen macht mittlerweile. Das bringt halt der Schaustellerberuf mit sich und jetzt vor allem der Freizeitpark, man glaubt es nicht, dass man sich da schon ein bisschen Rahmen macht. Aber das hat nicht nur mit den Freunden zu tun, das ist natürlich auch bei so Familienveranstaltungen oder was. Wenn jeder sagt, ja, du kannst ja doch am Samstag mal frei nehmen. Die Tante, die Oma, die Cousine hat Geburtstag, wo ich sage, kommt her, feiert hier gerne. Aber es geht halt nicht, das glauben viele nicht, aber es ist so. Du hast ja dann wirklich auch viel um die Ohren und da müssen, ich sage immer, gute Freunde haben auch dafür Verständnis. Also da muss ich auch sagen, also meine Kumpels, Freunde, auch die Familie, man freut sich immer, wenn eine Einladung kommt. Weil dann merkt man, man wird nicht vergessen, die schicken sie mir auch meine Kumpels manchmal, oh komm, wir gehen mal Schafkopfkarten, schicken sie mir regelmäßig, wo ich sage, es freut mich, dass sie mich schicken, die wissen schon der Antwort gar nicht oder kommt eh nicht, aber es freut einen, wenn sie einen nicht vergessen. Also. Was war denn so bisher einer, oder kannst du so ein, zwei schöne Erlebnisse mit deinen Kumpels mal nennen, die vielleicht so ein bisschen verrückt waren oder was schön war oder vielleicht auch emotional? Das ist eigentlich schon lang her, sag ich mal. Ich glaube, jetzt habe ich 5 Jahre das Freizeitland. Meine Kumpels komme ich einmal im Jahr hier besuchen. Es geht aufs Haus, der Eintritt zumindest. Essen kaufen sie meistens selber. Aber das ist natürlich immer schön, wenn sie alle kommen, sage ich jetzt einfach mal. Das ist also das Standardtreffen, einmal im Jahr kommen sie vorbei. Dieses Jahr waren sie noch nicht da, letztes Jahr waren sie da. Und familienmäßig, da gibt es halt immer so, da kommt mal die Oma, mal die Tante, immer so tröpfchenweise. Geht auch jetzt momentan schlecht. Letztes Jahr mit Corona, da waren ja auch Familienfeiern, Geburtstage nicht möglich. Also da ist es dann noch weniger geworden, wie es eh schon ist. Und du sag mal, was hattest du jetzt im Schaustellerbereich? Ja, du hast ja mit 16 angefangen, ne? Mit 16, genau, habe ich beim Ober des Arbeiten angefangen. Ja. Und was hattest du alles für Geschäfte gehabt? Also ursprünglich, wir hatten, wo ich bei meinem Ober angefangen habe, einen Autoscooter, einen Sechssäuler. Viersäuler-Kinderkarussell, Kinderhängekarussell, einen Schießwagen, Verlosung, so Automaten, so Mondräumer-Automaten. Was hat man denn noch? Einen Twister von De Boer und einen Kettenflieger hat man damals noch. Und dann, der Kettenflieger ist dann irgendwann weggegangen. Ich hatte dann die Anlagen, das ist natürlich auch schwer, die Zeiten haben sich ja im Schaustellergewerbe auch geändert. Gerade diese Dorfkirchweihen. Ich weiß gar nicht, wie viele mein Großvater früher im Jahr gehalten hat, ich schätze mal 50, 60 Stück. Die waren dann, wo ich da war, da hatten vielleicht noch 20, 25, wovon dann aber viele eigentlich schon immer wirtschaftlich waren. Das war halt so, der Opa fährt da schon seit 50 Jahren hin, der ist im Schützenverein, wie das halt noch so klassisch war. Der kennt die alle, die Enkel schon von den Schützenmitgliedern und da fahren wir wieder hin. So war das, wo ich reinkam, wo ich dann auch oft gesagt habe, es lohnt sich doch gar nicht, warum fahren wir denn da überhaupt noch hin? Aber ja, wir fahren dahin, weil wir da immer hinfahren. Das ist die Route. Ich glaube, das ist auch so eine Tradition. Ja, genau. Tradition verpflichtet. Also mein Großvater wäre sogar hinfahren, wenn er Geld draufgelegt hat. Warum? Weil wir da seit 50 Jahren hinfahren und die auf uns warten. Ja. Aber es war leider so, dass halt wirklich, ich sag mal, diese Kirchweihen viele gestorben sind. Und wo ich dann übernommen habe, ich hätte damit nicht existieren können. Also es war natürlich auch noch viel harte Arbeit. Wir hatten noch ein Spagari-Papiri-Autoscooter, also wirklich noch 60 Tonnen und 5 Packwagen, ein De Boer Twister, der kriegt da 30 Tonnen. Also alles noch schön Handarbeit, Kinderkarussell, also ich kenne das noch so. Wir sind Montag irgendwie auf dem Platz aufgekommen und dann haben wir 1,5 Tage Autoscooter aufgebaut, dann einen Tag ein Twister, dann einen Tag Schießen, Verlosen. Also es wurde noch richtig gearbeitet. War ja auch noch ein wenig schlanker. Und da gab es aber noch wenigstens ein bisschen Personal, die das auch mitgemacht haben. Aber natürlich, dann stehst du irgendwo auf einem größeren Platz mal oder gehst mal zu einem Kollegen und siehst wieder so ein 2-Säulen-Autoscooter mit 2 Mann, hydraulisch aufklappt. Wo du denkst, okay, das kann es aber auch nicht so ganz sein irgendwo. Aber ist natürlich auch schwer, wenn man es sich nicht leisten kann. Ja? Also man kann natürlich sagen, hör die auch gern. Man braucht die Veranstaltungen dazu und natürlich das gewisse Kleingeld. Und dann habe ich angefangen, dann mein erstes neues Geschäft war, ich habe für unser Kinderkarussell mal fürs 4-Säule neue Autos gewollt. Und da habe ich gesucht, wo man sowas bezahlbar herbekommt. Und da bin ich auf die Firma Kolmax in der Tschechei aufmerksam geworden. Und dann sind wir dann rübergefahren und haben Kinderkarussellautos gekauft, mein Schwager. Und wo der drüben ist, schickt er mir Bilder und sagt, guck mal, die haben da ein riesen tolles Geschäft stehen, so ein Scheibenwischer. Total modern, so, aha. Und dann hat er mir eine Broschüre mitgebracht und sagt, das schaut richtig toll aus, ja.
Und die Broschüre habe ich, ob das mir glaubst oder nicht, über 2 Jahre lang aufgehoben. Die lag immer so mein Camping. Und irgendwann sage ich, ich hatte doch da immer die Broschüre und das Ding ist irgendwie voll, ein Transport. Und dann habe ich mit dem TÜV gesprungen und gesagt, kann man denn sowas aus der Tschechei produzieren lassen? Um Gottes Willen, Tschechei, kannst du nicht machen, geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ich würde das bezahlen, wir fahren rüber, schauen uns das an. Dann sind wir dann rüber ins Werk gefahren und es war alles tipptopp sauber. Und dann habe ich für den ersten tschechischen Scheibenwischer in Deutschland die Papiere damals machen lassen. Da haben mich alle ausgelacht und haben gesagt, was denn das für ein Mist ist, was ich da bauen lasse. Ja, jetzt reisen glaube ich 25 Stück in Deutschland mittlerweile. Oder ich weiß nicht, wie viele Scheibenwischer wir mittlerweile haben aus Tschechien. Unmengen. Und genau, das war dann das erste neue Geschäft, wo ich gekauft habe. Und parallel ist dann noch in dem Jahr dazugekommen, bei uns gab es ein Traditionsgeschäft, die Eiskiste. Das war noch so die Schmalhaus-Eiskiste, aber noch älter. Da waren wirklich noch Eichenfässer mit Kühlsohle drin. Da hast du oben noch die Erdbeeren, Bananen, alles reingeschnitten, Milch, Zucker, Bindung. Und hast es noch wirklich mit einem Löffel gespachtelt, bis es Eis geworden ist. Und das habe ich dann auch noch mit übernommen. Das war ein Traditionsgeschäft, aber der Besitzer ist gestorben gewesen bei uns in der Region. Und das waren dann meine ersten 2 Geschäfte, mit denen ich zum ersten Mal dann nach einer Saison heimgefahren bin. Ich glaube, das war nach 5 Jahren. Ich will jetzt nicht jammern. Aber das erste Mal gesagt hat, ich habe Geld verdient im Winter, wo ich heimgefahren bin. Erstmal mit Stolz, ne? Ja, genau, weil es war trotzdem, manchmal hat man sich gefragt, wie Finanzamt, Steuern, Berufsgenossenschaft, warum Krankenkassen? Der kriegt ja nur 1.300 Euro, warum kostet er mich 2.200 Euro? Das vergessen viele dann auch, ja. Und wenn man natürlich recht jung ist, versteht man es auch manchmal gar nicht. Man versteht natürlich, dass man es zahlen muss, aber man vergisst manchmal, wenn ich einen Euro verdiene oder umsetze, habe ich den nicht verdient. Und jetzt vergessen auch viele an so einem Freizeitpark von den Kunden. Die denken, wenn ich 30 Euro Eintritt nehme, die steckt sich der Herr Mölder abends in die Tasche, die 30 Euro. So ist es aber leider nicht. Das sind enorme Kosten. Ja. Was da eigentlich, und vor allem musst du ja auch wirklich von der Branche. Wie hast du dir das eigentlich alles so beigebracht? Weil du, das, da ist ja, man hat ja auch ein Ziel. Viel Lehrgeld. Viel Lehrgeld. Ne? Viel Lehrgeld. Man macht ja auch. Weißt du, was ich immer in Deutschland schade finde? Dass man, wenn man als Unternehmer Fehler macht, und das ist normal, dass man in der Regel, finde ich, keine zweite Chance bekommt. Ja. Weil dann wird es schon rum, oh, der ist pleite gegangen, und schon wirst du abgestimmt. Ja, also schwer. Ich muss auch sagen, ich hatte immer ein bisschen Glück. Schau, wie den Scheibenwischer, das war auch ein großes Risiko. Also ich habe da. Und es hat funktioniert. Das Geschäft ist angenommen worden. Ich habe damit gute Veranstaltungen bekommen, weil er ja recht kompakt war. Es waren noch nicht viele auf dem Markt. Damit konnte ich mich behaupten. Dann hatte ich so viele gute Veranstaltungen, wo ich sagte, ich brauche eigentlich noch ein zweites kleines Geschäft, was so gehen würde. Dann habe ich von Manfred Zehle diesen Super Tower gekauft. Der hat damals, wie hat denn der noch hießen? Der stand auch in München auf dem Oktoberfest, dieser kleine Freefallturm von SPF. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Original hießen hat. Aber dann habe ich diesen kleinen SPF-Turm gekauft. Und der hatte ungefähr dieselben Maße wie der Scheibenwischer. Und dadurch konnte ich dann immer wechseln. Und dann hatte ich lauter gute Plätze auf einmal, weil wenn du natürlich aus einer Dorfregion kommst, es ist natürlich sehr schwer, Plätze zu bekommen, wenn du nicht aus irgendeiner guten Region kommst, keinen Weihnachtsmarkt hast. Und erstmal sich einen Namen aufzubauen. Im Umkreis Coburg kennt jeder Mölder. Ja. Aber natürlich, wenn ich irgendwo weiter wegfahre mit Mölder, noch nie gehört, in eine Schaustelle, wo ich sage, ja, wir sind in der 4. Generation. Mein Urgroßvater hat den Süddeutschen Verband mitgegründet, hängt da als Bild mit drin in unserem Verbandsbüro. Aber es war so immer, oh Mölder, das ist doch hier Coburg, ja, irgendwie haben wir schon mal gehört, aber... Also ich kann dir sagen, im Norden, ich habe von dir gehört. Okay. Also ich komme ja wieder direkt aus Lübeck, ne? Und Mölder ist mit dir. Es hat aber dann nur funktioniert, weil, wie gesagt, ich habe den Scheibenwischer gekauft, die Eiskiste. 2 Jahre später gleich den kleinen Turm. Das Jahr drauf habe ich gekauft, lass mich jetzt nicht lügen, dass ich dir was Falsches sage. Dann habe ich den Extrem von Bose gekauft, weil der natürlich auch so schön kompakt war. Das waren alles kleine, flache Geschäfte, wo man immer in so Lücken gerutscht ist. Und es war so ein Wechsel, Scheibenwischer, kleine Turm. Dann habe ich mir noch einen Greifer-Container gekauft, dann habe ich mir noch 4 Mantelwegen gekauft. So ist es dann immer gewachsen. Und dann kam mir vom Bügler noch der Adrenalin dazu. Und dann muss ich sagen, dann hat es recht gut funktioniert, weil ich habe immer gesagt, wenn ich einen Vertrag annehme oder jemanden einen Handschlag gebe, ich reiße mir eher ein Bein raus, bevor ich meinen Vertrag nicht halte. Das heißt, wenn ich in irgendeine Dorfkirmes gehalten habe und hätte morgens Oktoberfest bekommen, sage ich jetzt mal übertrieben, dann wäre ich auf die Dorfkirmes gefahren und das habe ich kontinuierlich auch so durchgezogen. Dementsprechend habe ich dann auch meine Veranstaltungen bekommen. Und viele sagen immer, ja, aber wie geht denn das und wie habt ihr das gemacht? Aber ich habe dann auch zuletzt, die letzten 2 Jahre, hat es dann ganz gut funktioniert für uns oder für mich. Aber wir haben dann auch zwischen 350 und 400 Veranstaltungen im Jahr gemacht. Also ich habe wirklich von jedes Marktfest in der Region mitgenommen, mit Mandelhüttle, mit dem Kinderkarussell. Also wir hatten um die 70 Transporter am Ende. 70? Ja. Ja. Also das ist ja auch eine riesige, was ich immer so interessant finde, auch eine Georgia, diese ganze Logistik, die dahinter steckt, ne? Ja. Von einem leeren Platz eine Kleinstadt zu zaubern. Ja.
Das finde ich auch immer total, und als Schausteller muss ja auch wirklich flexibel sein. Du bist ja fast alles. Ja. Du bist LKW-Fahrer, du bist... Ich habe immer gesagt, ich möchte, der letzte Beruf ist LKW-Fahrer. Und das Schlimme war, ich kam mir am Ende aber vor wie ein LKW-Fahrer, weil ich bin wirklich nur noch Montag dahin gefahren, aufbauen, Bauabnahme machen. Meine Schwester, mein Schwager, meine Mutter, wer auch immer, ins Chefset, komm nächste Woche wieder. Nächster Platz gefahren, über Nacht, nächstes Geschäft aufgebaut. Mein Schwager genauso. So, wir zwei haben im Grunde sind nur Transporte gefahren und dann hinterher, man kennt es ja, die Schwestern Camping fahren, der Mitarbeiter ein Camping fahren, aufgebaut, nächstes. Aber ich war immer so eine, ich konnte mich nicht für ein Geschäft entscheiden. Nee. Und ich war ganz nervös, wenn von mir ein Geschäft mal auf Hof stand. Also ich habe wirklich versucht, meine 12, 13 Geschäfte, die ich hatte, jede Woche das ganze Jahr unterzubringen. Und das war natürlich teilweise, da habe ich auch manchmal viel verlangt von der Familie. Aber am Ende, natürlich, man fährt dann im Winter auch heim und weiß, warum man das ganze Jahr gearbeitet hat. War aber ein Tempo, muss ich sagen, wo ich persönlich auch mit der Familie auf Dauer auch nicht durchgehalten hätte. So. Also das ging eine Zeit lang, es ging viele Jahre und dann ist es aber immer mehr geworden, wo ich dann auch gesagt habe, also ich muss entweder ein paar kleine Geschäfte wegtun oder was von den mittleren und irgendwas Großes kaufen oder zwei große Anlagen kaufen. Es war dann einfach zu viel irgendwann. Wenn du ein Geschäft abgegeben hast, ne, ist das, ich denke mal, das ist auch in der Schaustellerpflicht auch eine emotionale Sache. Ne? Das ist ja nicht so wie ein Auto, sag ich mal. Du verbindest ja auch Emotionen. Deswegen sind es immer mehr geworden. Ich habe eben nichts weg. Ich habe nie was verkauft. Ich hatte den Autoscooter, alles. Ich hab noch meinen Schießwagen daheim stehen. Mein 4-Säulen-Kinderkarussell habe ich diesen Jahr schweren Herzens mal weggetan. Ich habe noch ein Kinderhängekarussell draußen im Lager stehen, was ich noch nicht verkauft habe. Ich habe noch Wohnwagen, Packwagen. Es ist echt schwer, was wegzutun. Punkt 1 ist, es ist momentan schwer, was zu verkaufen. Es ist schwer, einen fairen Preis für was zu bekommen, vor allem, wenn man emotional ein bisschen dranhängt. Ich habe noch meine erste Zugmaschine da, mein Actros, und ich habe noch 3 Unimox. Oh, wie geil. Ich hebe das alles, also... Ja, das kann ich verstehen. Das würde man, ich glaube, ich würde sowas auch nicht. Es wird nicht besser, aber es ist... Ja, aber bevor man das verkauft, sag mal lieber, nee, das bleibt. Ja, manche sagen, du kannst doch den Unimog und das wird ja nicht besser sein, dann lass ihn stehen. Den brauche ich noch. Irgendwann, ich sage immer, irgendwann renoviere ich mal einen richtig schick und stelle ihn hier irgendwo am Eingang so und sag hier, gepimpt mit Chromfelgen. Keine Ahnung. Cool. Und ich meine, der Zusammenhalt der Familie ist ja auch immer extrem groß, ja, ne? Ja, also ich muss sagen, so groß, also bei mir in meiner Familie war jetzt immer meine Mutter, meine Schwester, Opa, Oma, Opa ist ja dann irgendwann gestorben, mein Schwager und meine Frau und das war es eigentlich bei uns schon an Familie, also so groß war die nicht und dementsprechend, ich muss aber sagen, ich hatte auch immer gute Mitarbeiter, also ich will da auch nicht nur schimpfen, sondern ich hatte immer das Glück, auch 2, 3 richtig gute, die sich da Familienzugehörigkeit dazu gefühlt haben. Und dann ging das immer, weil kannst du dir vorstellen, bei 12, 13 Geschäften brauchst du auch 12, 13 in Anführungszeichen Geschäftsführer. Ja. Das heißt also, ich hatte auch Angestellte, denen ich zugetraut habe, sich in einen KMG Speed zu setzen und wo ich auch wusste, abends passt meine Kasse. Und wenn ich komme, ist auch das Geschäft schon vorbereitet zum Abbauen und so. Also, aber das wurde auch mit den Jahren immer schwieriger. Ja. Weil wer möchte das Leben so noch führen? Auch nur noch Idealisten. Und vor allen Dingen, was mich auch immer, oder was mich auch immer interessieren würde, jeder Mensch braucht ja immer eine Auszeit, ne? Wie tankst du in diesem Falle jetzt auch mit dem großen Park, den du hast, wie tankst du Energie? Wie kannst du am besten gut abschalten? Einfach mal ruhig. Also du wirst lachen, ich liebe das abends, wenn dann, also man freut sich natürlich, wenn viele Leute am Tag da sind, aber wenn dann abends, du wirst es nicht glauben, vielleicht bist du nachher noch da, wirst du sehen, wenn die Leute draußen sind, dann ist es hier komplett still. Und dann einfach an der Ecke setzen, ich stille ja gerne auf dem Handy rum, lach nicht, irgendein Spiel, wo man einfach mal so was, denkt. Was ist dein Lieblingsspiel? Was habe ich mir? Clash of Clans habe ich gerade wieder drauf. Ah. Also ich spiele wirklich immer mal so was, mal lacht drüber und manche denken, der Chef hockt dort und spielt irgendein Handyspiel. Nee, das ist einfach mal was, wo du mal eine halbe Stunde oder 20 Minuten einfach mal abschalten kannst und nicht. Ich habe manche Tage, wo wirklich hier im Park das Telefon 100 bis 200 Mal bei mir auf dem Handy klingelt. Nicht gejammert, die E-Mails läuft ein Großteil auch über meinen Rechner, weil natürlich, ich habe gute Mitarbeiter, aber trotzdem läuft auch die Info zum Beispiel bei mir parallel drüber, wo man immer mal reinschaut, wird alles sauber bearbeitet, wird auch auf Beschwerden eingegangen, ist irgendwann eine wichtige Anfrage dabei, wo vielleicht gar nicht ernst genommen wird. Man muss da schon ein bisschen gucken immer und dementsprechend habe ich auch unter der Woche, Wochenende ist immer recht ruhig, Samstag, Sonntag, aber unter der Woche 200-300 E-Mails am Tag ist nichts Besonderes. Ich lese natürlich nicht jede, man kennt ja einen Betreff, man guckt sie durch, aber es ist schon so ein Pensum, wo man sagt, ja, man kann 24 Stunden am Tag was machen, ist wenn nicht langweilig. Hattest du anfangs, wie du jetzt im Park gestartet hast, man hat ja auch immer so den höchsten Qualitätsanspruch an sich selber, ne? Ja. Und
ich habe mir ja manchmal immer so selber die Aufgabe gemacht, auf jede Mail zu antworten, was ja aber gar nicht mehr geht. Ja. Also wir haben es natürlich probiert, also bei vielen Sachen, gerade so Mails, auf jede antworten. Ich muss ja sagen, wir geben uns Mühe, auf alle Mails zu antworten. Dann kommt ja noch Facebook dazu, Instagram dazu, wo dann auch schon mal eine böse Mail kommt. Das hat uns jemand auf Facebook angeschrieben, warum wir mal noch nicht geantwortet haben, wo ich ganz ehrlich sein muss, ist manchmal schwer. Und dann gibt es natürlich auch noch das eine Problem. Ich will nicht das Problem nennen und es ist auch nicht, dass es ja frech sein soll. Auf manche Mails wissen wir gar nicht, was wir antworten sollen. Also wir bekommen am Tag zum Beispiel, ich weiß es nicht, ich sage jetzt einfach mal 20 Spenden-E-Mails. Ob wir spenden wollen für die Kinderkrebshilfe, für irgendwelche sozialen Einrichtungen, fürs Feuerwehrfest, fürs Kindergartenfest, wo wir uns wirklich schwer tun. Ich würde am liebsten jedem helfen. Jeder kann hier gerade rein und würde ich alles gern machen und leben wie bei die Schlümpfe. Es geht halt leider nicht so. Wir müssen Rechnungen auch bezahlen und wir machen jedes Jahr irgendwie eine Aktion, wo ich sage, komm, wir lassen den und dafür möchte ich kein Dankeschön nicht einmal. Ich mache das wirklich dann gern. Da will ich auch keine Presse, wenn wir wirklich mal Kinder reinlassen oder irgendeine soziale Einrichtungen oder was. Das mache ich wirklich gern, weil es von Herzen kommt. Ich will aber dann nicht mit aufs Foto und sagen, jetzt haben wir dafür einen Pressebericht. Das wollen wir nicht. Aber irgendwo hört es natürlich auch auf und manchmal ist sogar da Undankbarkeit, wo man dann einfach sagt, dieses Jahr haben wir den Verein reingelassen oder die Stiftung und im nächsten Jahr verstehen sie nicht, warum wir sie nicht wieder reinlassen. Wo man sagen, jetzt ist mal jemand anders dran. Ja, aber das wäre doch kein Problem. Ja, natürlich wäre das nicht, aber viele sehen gar nicht die Menge, was da reinkommt. Und gerade mit so Tombola-Anfragen. Wir geben uns wirklich Mühe, jede Anfrage zu beantworten. Wir schicken dann auch natürlich Rabattcoupons raus, aber jeder möchte Freikarten. Ja, wie viele Freikarten soll man rausschicken? Es geht ja schon mit den Rabattcoupons los, dann meine Mädels jeden zweiten Tag so einen Berg Post wegfahren, kostet ja auch Geld. Ja. Und also es ist schwer manchmal. Und dann natürlich auch Beschwerden, konstruktive Kritik. Bin ich sofort dabei, ob das Google ist, ob das egal was, also ist ja ganz schwer mit den sozialen Medien da mitzuhalten. Ich versuche mich auch in jede Beschwerde rein zu versetzen, mir fällt es aber manchmal, und das muss ich auch wirklich mal so sagen, manchmal echt schwer, wo ich dann sage, kommt es falsch rüber, ich grübel dann trotzdem noch nach, ob ich vielleicht noch nicht es so richtig verstehe und der das irgendwie nur falsch rübergebracht hat beim Schreiben, aber manchmal ist es schon echt schwer. Manche sind auch wirklich da unrealistisch oder auch manchmal wirklich frech, ne? Ja. Und klar, ich bin manchmal so ein Typ, der, ich kriege ja auch manchmal so Kommentare, die dann so ein bisschen extrem daneben sind. Ich lasse sie zwar stehen, es sei denn, es sind Beleidigungen, die lösche ich, aber ich also auf irgendwelche komischen Kommentare antworte ich auch nicht mehr. Ich blende die aus. Ja. Das ist einfach so. Gebe ich dir recht, also mache ich auch auf Facebook, also ich lasse freche Kommentare, lasse ich einfach ausblenden. Da kommt dann noch jetzt Rezession und jetzt werden wir auch noch ausgeblendet, dann sollen sie bitte auf eine andere Plattform. Mir zwingt doch niemand, sich mit dem Freizeitland zu beschäftigen. Also wenn doch einer keine Lust hat und vor allem es kommen teilweise Kommentare von Leuten, wo ich mir ganz sicher bin, die waren noch nie hier. Die lesen was, die hören was, die haben es von einem Bekannten, den sein Onkel, die Tante, hat gesagt, der Affe da oben ist traurig im Gehege. Und das sind wir genau bei so Themen, wir geben uns Mühe mit Tieren, wir geben uns Mühe mit dem Personal, aber ich kann die Affen nicht nach Afrika tun, nicht einmal mehr, wenn ich es wollte. Ich dürfte die gar nicht mehr nach Afrika tun, die waren schon da, wo ich kam, wir versuchen denen ein gutes Zuhause zu geben, aber die Affen waren nun mal da und ich weiß, Affen können nach Afrika, wenn sie meinen, ich weiß nicht, ob es denen in Afrika unbedingt besser gehen würde wie hier, ja, und so geht es auch hier manchmal los, wir waren heute an den Fahrgeschäft, der Bediener hat traurig geschaut, der verdient bestimmt zu wenig Geld, Sauerei. Der nächste Bediener war ein Ausländer und kann kein richtiges Deutsch. Ja, was kann der Mann jetzt dafür? Der gibt sich Mühe. Ich habe teilweise ausländisches Personal, wo ich weiß, die sprechen sehr gut Deutsch. Und dann kommen hier manchmal aufgebrachte Leute und sagen, der spricht kein Wort Deutsch. Wo ich mir denke, ich weiß, warum der kein Deutsch spricht, ja? Weil der gar nicht wusste. Und wenn dann die Muttersprache auch teilweise Deutsch ist, dann tun die sich auch schwer, wenn hier so aufgebrauste Leute manchmal hingehen, dann auch ordentlich zu agieren. Das wäre wie, wenn wir uns jetzt verteidigen sollen auf Rumänisch, Polnisch, Tschechisch. Wenn wir ein bisschen können, ist gut, aber um dann den aufgebrausten Besucher, der es nicht versteht, dass halt das Kind noch 10 cm zu klein ist für die Attraktion zu beruhigen, da ist halt dann manchmal schwer. Ich glaube, wenn du jeder hat immer einen Scheiß. Ja, wenn man viele Beschwerden oder auch negative Menschen, so sage ich das jetzt einfach mal, die dir negative Energie gibt, ich sage ja immer, beschäftige dich lieber mit den Menschen, die dich weiterbringen, beziehungsweise die dir auch positiv Energie zurückgeben. Hört sich jetzt doof an. Ja, ja. Aber so ein Mensch bin ich eher. Wie hast du da ein Geheimrezept, wie man das vielleicht irgendwie ausblendet oder wenn du jetzt zum Beispiel einen scheiß Tag hattest, ne? Ja. Und sagst, ich möchte mich jetzt wieder, nicht von der Depression, sondern von dieser negativen Stimmung wieder abheben. Ich möchte jetzt wieder ich will jetzt wieder was reißen. Ich weiß, was du meinst. Ja. Da kann ich dir nur sagen, der große Vorteil ist, ich hatte schon viel Ärger und Stress und nicht immer Spaß bei meinem alten Beruf.
Und das ist ein gutes Training gewesen für so einen Freizeitpark, ob du es mir glaubst oder nicht. Und mit den Jahren, lach nicht, ich meine es wirklich ganz ernst, lernt man einfach nicht mehr drüber nachzudenken. Man nimmt es zur Kenntnis, irgendwo in einem drinnen ist es auch da. Das merkst du, wenn du mal nachts aufwachst und hast Schweißausbrüche, weil Corona ist, 8 Monate Lockdown, kein Geld oder solche Sachen. Aber man lässt es nicht mehr so nah an sich ran oder versucht es irgendwo in eine Ecke zu schieben. Und ob das ist wirklich so, sonst kannst du dir, ich sag's wie es ist, einen Strick nehmen. Also ist wirklich so, wenn du alles an dich persönlich ranlassen würdest, wir nehmen auch Rezessionen ernst. Wir haben unsere Gruppen auch über WhatsApp viel, wenn da eine Beschwerde drin ist, die Currywurst war scheiße, die Pizza war labbrig, das Grebes war nicht süß genug, solche Sachen, die werden bei uns alle in der Küchengruppe gepostet und wir nehmen uns das zu Herzen. Damit will ich nicht meine Mitarbeiter runterziehen oder der Mitarbeiter war wieder unhöflich, wo teilweise der eigene Mitarbeiter schreibt, es war doch heute gar nichts, war doch alles in Ordnung. Aber wir reden darüber offen und ich sage immer, ich tue euch damit nicht angreifen, ich will euch damit nicht fertig machen, wenn ich euch da mal am Tag 6 schlechte Google-Rezessionen übers Essen einposte. Nur wir müssen darüber nachdenken, ist es unbegründet oder können wir was machen, ist was schiefgelaufen. Und so machen wir das mit allen, also auch mit Fahrgeschäftsbedienern, wenn da Beschwerden viele sind. Wir setzen uns auch da wirklich mit den Fahrgeschäftsbedienern mal 10 Minuten zusammen, einfach ganz normal, lesen wirklich die E-Mails mal vor und sagen hier, weil wir auch den Bedienern und dem Personal zeigen wollen, das kommt nicht nur von uns, wenn der Herr Mölder sagt, hör auf, dein Handy da, also nimm die Brille runter, das schaut nicht gut aus oder konzentrier dich ein bisschen. Nee, wir wollen damit auch dem Personal zeigen, dass das nicht nur von uns kommt. Natürlich haben wir selber die Ansprüche, aber wir wollen auch zeigen, schaut hin, also die Kundschaft merkt es eben auch. Und dann nehmen sie es teilweise auch ernster. Ja. Bei manchen ist auch Hopfen und Malz verloren. Aber da ist auch so was, ich sage immer zu jedem Kunden, der teilweise sagt, tun Sie mal den Mann da weg, der ist ja unmöglich. Wo ich sage, ja, geben Sie mir manchmal besser, dann würde ich mit dem Mann auch manchmal anders reden. Nur der Arbeitsmarkt in Deutschland wird ja auch nicht leichter. Das ist auch ein ganz großes Problem, glaube ich, nicht nur von mir. Und wir haben hier in der Hauptsaison so 150 bis 220 Mann. Wahnsinn. Und es ist manchmal schwer, 200 nette Leute zu finden, ja, ne? Die das alle mit Leidenschaft machen. Ich wollte gerade sagen, du musst ja auch eine positive Stimmung, beziehungsweise Leute haben, die das wirklich aus Leidenschaft machen. Ja. Das ist ja nicht nur wegen Geld, sondern man will ja auch Leute haben, die sich dafür begeistern. Das ist ganz schwer. Das ist ganz schwer. Ganz schwer. Also ich muss sagen, man hat natürlich vereinzelte, man macht bei den Fahrgeschäftsbedienern welche, wo man auch positive E-Mails kriegen, aber meistens dann im Zusammenhang mit, ich sag's mal ganz hart, alles Arschlöcher, aber die drei waren nett. Also es schreibt keiner eine E-Mail einzeln und sagt, ja, davon war heute sehr nett, müssen wir schon mal erwähnen. Also es kommt immer, wenn was Positives kommt, immer nur im Zusammenhang mit Kritik. Aber da gewöhnt man sich auch dran, weil man einfach sagt, heute waren, ich sag mal, 4000 Leute da. Wir haben 2 schlechte Google-Rezessionen, 7 gute, aber man schaut sich natürlich nur die 2 schlechtesten an. Und vielleicht ist noch auf irgendeiner anderen Plattform irgendwas eingegangen, 2 E-Mails. Aber man denkt nicht über die 3.990 nach, die vielleicht zufrieden waren. Ja, genau. Die schreiben auch nichts. Ja, das ist sehr. Aber Matthias, was war denn so bisher, also wenn du jetzt mal einen positiven Aspekt oder eine positive Mail bekommen hast oder vielleicht noch einen Brief, kannst du dich an einen Brief oder eine Mail erinnern, die positiv war, die zufrieden waren mit dem Park? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, um das abzukürzen, ich glaube, wenn wir seit 2017 bis heute, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 10 sind es nicht. Ja, das ist mal ein Aufruf. Also 10 Briefe haben wir nicht bekommen, wo wirklich Kundschaft einfach oder E-Mails einfach mal lobt. Also ich glaube, wenn wir 10 haben, im 5. Jahr ist es viel. Warum das kann sich keiner vorstellen. Aber weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Das Publikum erwartet natürlich hier einen tollen Tag und gehen davon aus, dass man nicht loben muss, sondern ich glaube, die, wo zufrieden sind, die wissen, das Team weiß, dass es passt. Da muss man nicht loben. Ich glaube, Lob, das ist so. Ja, aber also ich muss auch sagen, wenn ich wo gut gegessen habe, schreibe ich auch keine Lobeshymne. Ja. Sondern ich gehe in den nächsten Monat, im nächsten Jahr wieder gegessen. Ja. Das ist ja für uns das beste Lob. Also für mich ist ja das meiste Lob, wenn die Besucherzahlen steigen. Und ich sehe es sehr positiv, unsere Jahreskarten, die werden jedes Jahr mehr. Und ich sage mal, jeder, der da hingeht und kauft sich eine Jahreskarte, das freut sich, freue ich mich natürlich. Weil ich sage, wenn er sich eine Jahreskarte holt, kann es gar nicht so schlecht sein. Ja. Und ich habe hier mit 700 Jahreskarten mal angefangen und jetzt steuern wir Richtung 10.000 langsam. Und das ist natürlich ein gutes Feedback, in 5 Jahren fast 10.000 Jahreskarten neu zu generieren. Und vor allen Dingen, also wie alt warst du, wie du den Park übernommen hast? 32, ne? 32. Und wie kam, die Frage hast du mit Sicherheit öfter schon gehört, aber wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich kaufe den Park und bin jetzt Freizeitparkgeschäftsführer? Das ist eine gute Frage. Also es war eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, das Schaustellergeschäft war ja doch
anstrengend, so wie ich es gemacht habe. Und meine große Tochter, die ist jetzt 12, da haben wir wirklich so teilweise 3 Jahre gefehlt, weil ich halt hier war, die Mama von ihr dort war. Und das war manchmal schon so, wo ich denke, es läuft geschäftlich ganz okay. Für das, was man halt in der Branche, sag mal, erreichen kann, das ist ja irgendwo auch Grenzen. Aber wo ich mir gedacht habe, das kann es dann auf Dauer sein. Ja? Also auch körperlich, nicht jammern, aber man merkt es dann schon, übermüdet, Kreuz tut weh, so, was halt auch die Kollegen kennen natürlich. Und dann habe ich gesagt, irgendwo, ich muss langsamer machen, was Stationäres wäre ja schön. Und ich bin auch schon immer ein Häuslicher. Also ich habe schon immer mein Haus in Coburg geliebt mit dem Garten. Also ich habe auch damals neu gebaut. Jetzt ist es, glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich schon gebaut habe. Ich glaube, mit 22 habe ich mein Haus gebaut. Ich habe 22? Ja, ich habe mein Elternhaus in Coburg auch, in einem großen Grundstück und so. Und ich war schon immer gern. Ich habe aber nie die Zeit gehabt, wirklich mich im Sommer mal in den Garten zu setzen, wie normale Menschen, meine Kumpels anzurufen oder Bekannte und zu grillen oder sowas. Es war immer das Haus da, das Grundstück. Wir sind natürlich heim zum Rasenmähen, Dach drin sauber machen, wie wir das halt kennen, den Lagerplatz reinigen. Aber nie, das Schönste war immer, wenn wir Coburg Frühlingsfest hatten und Coburg Schützenfest. Weil da konnten wir heimfahren zum Schlafen. Ich habe schon immer gern daheim. Das überrascht mich jetzt. Ja. Du wirklich, weil ich höre immer von den Schaustellern, die wollen nach spätestens nach zwei Wochen wieder weg. Nee. Also ich bin da, glaube ich, ein wenig anders auch manchmal so. Und deswegen war das immer so, wo ich sage, was Stationäres. Und dann habe ich wirklich geschaut, in Coburg habe ich mir überlegt, das Kino zu übernehmen. Weil man schaut ja, was traut man sich zu, was kann man, was wäre denn möglich. Da habe ich mir gedacht, auch so einen Kaffee habe ich mir immer gewünscht, so einen Kaffee in der Innenstadt, vielleicht einen kleinen Club unten drinnen. Und dann habe ich mir gesagt, dann setze ich mich mit der Zeitung und einem Cappuccino immer in die Sonne. Jeder hat so seine Träume. Jetzt habe ich hier ganz viele Kaffees und sitze auch nie mit dem Cappuccino und der Zeitung. Da sitze ich mit dir mal da. Ja, genau. Aber es war immer so. Und dann denke ich mir so, ja, jetzt hast du auf Deutschland viele Jahre viel Zeit und Arbeit in das Schaustellergewerbe investiert. Und jetzt, wo es endlich läuft, so für sich selber, jetzt willst du dir Kaffee kaufen. Wo ich mir denke, jetzt läuft es. Also es war wirklich, ich habe ja gesagt, 300 bis 400 Veranstaltungen im Jahr war gar nichts. Wo ich mir denke, jetzt entwickelt sich komplett zurück von 25 Mann Personal auf 2 Mann oder 3 Mann im Kaffee. Naja, und dann habe ich eben überlegt, habe ich in Coburg das Kino vielleicht. Da war da noch Gastronomie dabei und so. Und da haben wir immer so ein wenig geliebt. Und dann hat man so also überlegt, was traut man sich denn selber zu? Eine Eisdiele? Und irgendwie bin ich auf keinen Nenner gekommen. Natürlich war ein Freizeitpark, mal intern, wer träumt nicht von einem Freizeitpark, ja? Aber es ist natürlich immer da oben gewesen, wo man sagt, wie soll das funktionieren? Und dann habe ich natürlich einfach mal so auch, ich war schon immer ein Spinner. Also es war auch so mit meinen Fahrgeschäften, meine Familie kennt mich. Wenn ich gesagt habe, oh, ich habe mir da was angeschaut, dann wussten die schon, der hat schon wieder was gekauft. Und ich so, nee, ich habe nur mal geguckt. Ja, also am nächsten Tag stand es auf dem Hof so auf die Art. Und dann habe ich einfach so mal geschaut, was denn so überhaupt, ob man sowas zu kaufen bekommt. Man hört ja immer wieder mal, ein kleiner Park wird verkauft, ein Märchenpark. Oder da habe ich mal geschaut, der erste Park in Uetze, habe ich mal gehört, wird verkauft. Also da hat man dann auch mal überlegt, wie kommt man denn da an jemanden ran? Und so war das dann immer. Und dann war das aber auch nicht meine Region und ich wollte schon gern irgendwo. Und man hat ja immer so das Gerücht gehört, das Freizeitland in Geiselwind steht zum Verkauf. Das hat man schon immer mal so gehört, nie offiziell, aber immer mal so. Und irgendwann, der Christoph Wunderlich von SBF, weiß nicht, ob du kennst? Ich glaube, ja, ich habe ihn, aber nicht persönlich. Das ist jetzt die Deutschlandvertretung für SBF. Wir kannten uns, wo er bei SBF war schon. Und er, weiß ich, durch Zufall hat den Menzingers mal ein Mietgeschäft vermittelt. Und ich sag, Christoph, sag mal, kennst du die Familie Menzinger? Ja. Er sagt, die wollen verkaufen, was ich weiß. Er sagt, kannst du mir mal da einen Termin besorgen? Und so hat sich das dann entwickelt. Dann bin ich irgendwann hierher gekommen, ganz ehrfürchtig und wusste nicht, was mich hier erwartet. Und hab dann den Michael Menzinger, das war der erste, wo ich kennengelernt habe, dann getroffen auf eine Tasse Kaffee und hab gesagt, grüß Gott, ich will nicht unverschämt sein. Stimmt's denn, dass sie verkaufen möchten? Und der hat dann das bejaht. Und dann ist man so ins Gespräch gekommen eben. Was die Vorstellung ist, da war ich natürlich erstmal ganz weit weg. Ja. Aber man hat mal eine Zahl bekommen, man wusste, es steht zum Verkauf. Und alles andere war ja dann mein Problem, wie man das irgendwie umsetzen könnte. Und dann habe ich mir das Ganze im Grunde mal angeschaut, durfte dann auch mal in die Zahlen gucken. Man hat dann hier die Eindrücke gewonnen. Ich bin dann hier ein halbes Jahr immer mal regelmäßig hergefahren, in der Woche 2 Mal. Hab mir so angeschaut, was für eine Substanz hier ist, was könnte man besser machen, warum läuft es nicht mehr so. Weil man muss ja dazu sagen, der Park kam Ende der 90er von 700.000 Besuchern, Anfang 2000 noch über 550.000 Besucher und 2016 168.000 Besucher. Und da muss man natürlich schon mal hinter die Kulissen gucken und sagen, ja, was ist denn los? Passt der Standpunkt nicht? Was hat sich verändert? Gab es eine neue Konkurrenz in der Nähe? Also man hat dann gesucht
Und ich habe aber die Fehler leider, oder zum Glück eigentlich, hier alle im Park in meinen Augen gefunden, damals schon. Und habe gesagt, es sind alle Stellschrauben, die ich beheben kann. Weil schlimm wäre ja gewesen, wenn man einfach sagt, der Standpunkt ist schlecht, die Autobahn passt nicht oder zu viel Konkurrenz. Aber es waren alles so interne Punkte, die ich der Meinung war, oder was ich bestätigt habe, woran es dann immer gelaufen ist. Und dann, wie gesagt, ein halbes Jahr später, viele Gespräche mit Banken, Leasingsgesellschaften, privaten Investoren, was ich gar nicht wollte, und langen Kampf gab es dann ja, kurz vorm neuen Jahr 2016 eine Notlösung, weil die Familie Menzinger wollte unbedingt abgeben. Das wäre auch nicht mehr weitergegangen. Ich wollte es unbedingt haben. Jeder hat gesagt, ich werde es nicht überleben. Also alle haben zu mir gesagt, höchstens bis Pfingsten 2017. Dann wäre alles weg, was ich besitze. Also ich musste meine Häuser, meine zwei hier mit rein, meine Firma. Also das ist ja eine EK. Also das heißt, es ist hier auch nicht. Ich bin hier mit allen reingegangen, was ich hatte, mit viel Vertrauen. Und jeder hat nicht ausgelacht, nicht, aber jeder hat eigentlich ein wenig Mitleid mit mir gehabt hier von den Örtlichen und hat gesagt, schafft er nie im Leben. Na, und, wir können sehen. Ja, und jetzt sind wir im fünften Jahr. Ich wollte gerade sagen, ne? Also das sind wir jetzt drüber weg. Also, es hat relativ funktioniert. Das heißt nicht, dass wir aus dem Trockenen sind. Es kann immer noch was kommen. Wir sehen ja, wie schnell es geht die letzten zwei Jahre jetzt, was passiert. Aber ich denke, aus dem Schlamassel, wo ich hier angefangen habe, sind wir schon ein wenig raus. Also ich mag solche Menschen, die Ideen haben oder die auch was anpacken und die wirklich das auch wagen. Also, ja, ich bin auch manchmal selber von mir überrascht im Nachhinein, weil man denkt ja manchmal drüber nach und dann manchmal denke ich, ich habe es damals gar nicht ganz umrissen, was man sich da holt. Mich würde nochmal interessieren, du hast dich jetzt also mit dem alten Geschäftsführer damals getroffen und als du den Park ja besichtigt hast und danach bist du rausgegangen aus dem Park. Was hast du gedacht? Was hattest du für Gefühle? Na, ich hatte das Gefühl, was ich schon immer hatte. Ich kenne ja das Freizeitland schon als Kind. Ich bin hier schon mit der Schule hergefahren. Ich bin hier mit meinen Kindern schon hergefahren. Was war deine Lieblingsattraktion? Ich glaube, ich hatte gar keine Lieblingsattraktion. Hier ist so das Dino-Zelt. Also ich bin ja mehr so der Themenfahrtyp. Eher was Ruhiges, Boomerang, Spaß, ja, Merlin, so Sachen, aber muss ich nicht haben, ja. Also nee? Ich bin auch im Europapark, ich fahre die Piraten in Batavia oder sowas, ja. Aber ich fahre jetzt so Silverstar, wenn mich jemand mit draufschleift, sag ich mal. Und dann brauchst du erstmal eine Pause. Aber, ja, genau. Aber hier war auch wirklich immer der Eindruck, wenn ich da war und auch schon dann so mit 16 war man ja dann mit Familie noch da und so, und wo ich mit den eigenen Kindern dann irgendwann mit 20 da war, wo ich immer gedacht habe, da ist eine tolle Substanz, da könnte man was draus machen. Es müsste einfach nur mal einer anpacken. Es ist ja leicht geredet. Das kennen wir genau, das Thema haben wir ja gerade gehabt. Es ist immer leicht geredet, da mal schnell anzupacken. Wir reden ja hier von einem Gelände. Damals waren es irgendwie knapp 30 Hektar, wo ich übernommen habe. Jetzt sind wir auf 50 Hektar Gelände. Und es ist leicht gesagt, das ist nicht nur da wegen Rasenmähen und da wegen Farbe. Also da gehört viel dazu. Aber das war immer so der Gedankengang. Und dann, wo ich übernommen habe, dann habe ich gedacht, ja, das machen wir jetzt mal. Aber dann hat man erst mal die Größendimension auch wirklich, wo man richtig da war und dann auch der Chef war. Und vieles lernt man halt auch erst kennen, wenn man mal angefangen hat. Ja. Also wir hatten hier viele infrastrukturelle Probleme auch, wo kein Mensch gesehen hat, wie viel Geld wir investiert haben. Ob das Strom, Wasser, Abwasser. Wir haben im ersten Jahr zwei neue Gastros gebaut und so gesagt, jeder sagt, warum macht er denn jetzt die Gastros? Ja, es wird schon seine Gründe gehabt haben, dass wir erstmal neue Gastros gemacht haben. Ja, du hast ja auch ein Konzept und alles. Ja. Ne? Das musste man ja auch erstmal alles erarbeiten. Ein fließendes Konzept. Ja, ja. Ich habe immer gesagt, es ist ein fließendes. Also wir sind ja wirklich das erste halbe Jahr, oder wir haben am 01.01.2017 war ich Inhaber. Wir haben ungefähr 6-7 Wochen davor schon angefangen. Und da waren ja dann eigentlich noch die Familie Menzinger die Inhaber. War zwar alles schon vorbereitet, aber ich durfte anfangen. Und wir sind hier wirklich mit dem Radlader abreißen. Das bauen wir weg, das bauen wir zurück, abreißen, hier aufreißen. Und die sind dann irgendwann gekommen und sagen, was machst du? Die sagen, wir müssen frischen Wind bringen. So geht's nicht mehr. Wir müssen irgendwas verändern, wir brauchen eine Wende. Und die haben gesagt, du machst nie mehr auf. Also die waren dann irgendwann hier im Februar, du machst nie mehr auf zum Saisonstart. Du hast so viele Baustellen aufgerissen, hier schaut's aus wie auf der Müllhalde. Ja, aber wir sind dann gerade so am Eröffnungstag. Wir sind früh am Eröffnungstag noch hier, wo die Marienkäferbahn war, wo jetzt das Splash Battle ist.
Da standen noch Packwagen, Campings und die haben wir früh rausgefahren, während die ersten Leute schon vorm Tor standen. Sind wir hinten rausgefahren und da unten sind schon die ersten hochgewählt. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt kann es was werden. Schauen wir mal, was passiert heute. Wir wussten auch nicht, kommen 10.000 Leute, kommen 1.000 Leute. Also wir wussten wirklich nicht, was passiert. Und wie hast du dich am ersten Eröffnungstag gefühlt? Warst du aufgeregt davor oder sagst du so, was mache ich jetzt? Oder hattest du auch irgendwelche Zweifel, wo du gesagt hast, war das jetzt der richtige Schritt? Oder sagst du einfach, nö, komm, ich habe es mir jetzt ausgesucht, ich bin eben die Verantwortung gegeben. Ja, und zurück gab es ja nicht mehr. Also da war ja alles schon zu spät. Also es war einfach nur so, jetzt müssen viele Leute kommen und hoffentlich schimpfen sie nicht gar so. Wir haben uns ja viel Mühe gegeben, aber mein brauche ich dir nicht erzählen, vom 1.1. oder 6 Wochen früher bis Ostern kannst du nicht einen Park in der Dimension nach 48 Jahren komplett umkrempeln. Ja? Also es war eher so eins, hoffentlich sehen sie, dass wir uns Mühe gegeben haben und wir schauen mal. Also ich habe das eigentlich, muss ich sagen, für mich selber sehr entspannt entgegengesehen. Also der erste Tag war dann so rum, es waren nicht so viele Leute da, wie wir erwartet haben. Also es waren damals wirklich am ersten Eröffnungstag 1.500 Leute da. Das war sehr verhalten. Man wusste gar nicht, was man davon halten soll. So, okay, kommt keiner zu mir? Kommen sie nicht mehr zu uns? Ist es normal? Die alten Besitzer konnten mir gar nicht richtig sagen, ob das jetzt viel oder wenig war. Ich meine, es ist auch immer bei so einer Übergabe, kannst du dir vorstellen, was sind die echten Zahlen? Kann man darauf vertrauen? Man kennt ja die Umsätze, aber es ist halt wirklich was anderes zum Schaustellergeschäft von der Größenordnung. Und es war so ein bisschen verhalten. Aber es war auch nicht jetzt richtig schlecht, es war nicht richtig gut, es war so, es ist eigentlich weitergelaufen, wo wir übernommen haben, erstmal wie beim Vorgänger. Aber du musst ja auch wirklich die Zahlen verstehen, ne? Also die dahinter stecken und die Zahlen analysieren. Ja. Wie du schon sagst, das ist nicht einfach gemacht, nur so Rasen, ja, da brauche ich noch Geschäfte und sowas alles. Das muss ja alles wirklich Hand und Fuß haben. Und die Arbeit, die dahinter steckt mit der ganzen Planung, die sehen ja viele Leute überhaupt nicht. Ne? Ja, nee, also die wissen das gar nicht, was dann, also oder viele sehen es einfach nicht. Man braucht ja auch eine Baugenehmigung, wenn man was Altes abreißt, ist auch nicht immer so leicht. Also man muss auch das Personal haben, das Geld haben, also es muss so alles ein bisschen, also ich sag mal, im ersten Jahr haben wir uns so ein wenig durchgemogelt, da habe ich ja meine Kirmesattraktionen, sage ich mal, noch mit hier reingestellt. Da hat man Glück, der Extrem kam natürlich sehr gut an. Ich würde sagen, extrem gut kam er an. Also es war wirklich Wahnsinn, auch wenn manche sagen, oh, Kirmesgeschäft, nein, da haben die Leute nach 3 Jahren noch gejammert, warum ich den wieder weg habe. Ich dachte, wir tun die raus, also der Plan war von Anfang an, meine Anlagen als Mehrwert mit rein. Und dann peu à peu weg gegen Parkanlagen tauschen. Und dann im zweiten Jahr haben wir ja dann schon angefangen mit Splash Battle, die ersten SPF-Anlagen. Da haben wir dann auch wieder alles falsch gemacht, weil wir SPF gekauft haben und nicht Mack. Man macht es ja keinen richtig. Aber im zweiten Jahr war es schon so, oh, er hat wieder was gemacht. Na ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Im dritten Jahr haben wir dann die Drachenbucht gebaut, den asiatischen Bereich. Da war es dann schon so, oh, der baut ja schon wieder. Und ganz so schlecht schaut es ja auch nicht aus. Es gefällt uns noch nicht, aber nicht so schlecht. Da haben wir dann schon gemerkt, dass so, ich sag mal, das Normalpublikum schon gesagt hat, da bewegt sich langsam was. Ganz langsam, aber so ein bisschen was, immer noch wenn Kritik, warum stehen denn immer noch die alten Anlagen da, warum ist denn immer noch der Vulcano da, oder wo ich sage, naja, im Europapark stehen auch Klassiker, warum steht der blaue Enzian noch da und nicht alles neu, wo ich sage, na, es bleiben auch gewisse Sachen erhalten, die werden renoviert, thematisiert, aber sie sollen hier bleiben, das war von Anfang an das Konzept, man kann nicht alles abreißen, wie Nein. soll das gehen? Das finde ich auch schön, weißt du, wenn du die alten Anlagen, aber die auch noch hier bleiben, ja. Das hast du hier in vielen Parks. Ja. Und meinst du, was denn los wäre, wenn du irgendwelche Attraktionen wieder abbaust? Ja, haben sie ja gehabt, da wo wir jetzt hier sitzen, war der Ranger von Hus. Ja, kenne ich. Also ich frage nicht, was ich für böse E-Mails bekommen habe, wo wir den weg haben, aber der war... Das war der Letzte, ne? Das war der Letzte, ja. Aber der war auch nicht mehr zeitgemäß. Er war auch, ich will jetzt sagen, jeder sagt immer, es gibt keine Ersatzteile mehr. Du kriegst für alles Ersatzteile, wenn du genug Geld hast. Aber er war einfach fertig. Der hatte sein Leben gelebt leider und der war fertig. Der war auch nicht so toll gepflegt, dass man gesagt hat, das sieht man dem nicht an. Dann haben wir ja irgendwann den Zwergel-Express ja auch vorne raus, die kleine Schienenachterbahn. Oh, um Gottes Willen habe ich Beschimpfungen bekommen. Jetzt haben wir die Enterprise raus. Oh, da ging es wieder weiter. Erst Ranger, jetzt die Enterprise, die ganze schönen Huskische. Ich verstehe die Fans, ja. Sie hätten es mir ja abkaufen können, gab es zum Schrottpreis, wenn ich es mal so sagen darf, ja? Ich wollte gerade sagen, hat immer nicht so einzelne Gong, macht ihr sowas mal, so alte... Weil wir haben es ja nicht weggeschmissen, es ist ja weggegangen. Ach so. Also den Ranger hat die Firma Fackler gekauft, ich habe keine Ahnung, was er damit macht. Und der Enterprise ist, ich glaube, in den Irak gegangen, als eine Einheit. Also von daher ist nichts auf dem Müll gelandet, sondern das ist alles, es lebt irgendwo weiter. Also die Fotos auf dem Müll oder so, kannst du mit Sicherheit verkaufen? Ja. Also wir haben ja viele Anfragen, auch nach Achterbahnrädern. Aber da sind wir auch wieder beim Thema, jede Woche 5 Fragen nach einem Achterbahnrad. Wo fängt man an, wo hört man auf?
Krieg mal einen Bolzen, krieg mal ein Stück Seil. Habt ihr noch was von der alten Deko rumliegen? Tatsächlich alle da. Oder im Shop oder sowas? Oder sagst du, wenn es was haben wir vor, kommt? Wir wollen auch mal irgendwann, haben wir gesagt, wollen wir mal einen Online-Shop machen, wo man so ein wenig Räder, ein wenig schön aufpoliert. So einen kleinen. Ja, so alte Schildchen. Teile oder sowas, ja. Ne, was ist so im Park, was ja auch Park geschickt hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nachfrage da ist. Ich habe das zum ersten Mal, glaube ich, beim Holiday Park gesehen. Da gab es wirklich die schön auf dem Sockel angeschweißt, die Teile und richtig teuer. Und ich dachte, wunderbar, Marktlücke, kann ich neue Teile dafür kaufen. Ja. Sag mal, inwiefern wählst du Fahrgeschäfte aus? Man informiert sich ja auf Messen wahrscheinlich, ne? Oder bei Herstellern. Ja, mein, es ist ja mein Job, man lebt es ja. Man weiß ja, wie viel jeder Freizeitpark-Fan sich auskennt. Und wir kriegen natürlich Newsletter, wir bekommen Zeitungen. Ich fahre gar nicht so gern weg, ich bin immer sehr viel im Park. Ich bin immer mehr so ein Bildkäufer. Natürlich schaut man sich Rezensionen an und der vorherige Beruf bringt ja trotzdem überhaupt eine Erfahrung mit, was Anlagen angeht. Aber hier war es natürlich schwer, auch was holt man rein. Das Hauptpublikum, wo ich den Park übernommen habe, war noch Familie. Früher war es sehr viel Jugend, wo ich kam, was man noch viel nennen kann, noch Familie. Dementsprechend habe ich natürlich gesagt, es ist leichter, erstmal auf die Familie wieder aufzubauen, wie die Jugend. Weil die Jugend, wenn ich heute einen Mack-Coaster baue, fragen die nächste schon wieder, ja, was bringt er denn Neues? Es ist schwer. Heißt nicht, dass nicht noch welche kommen, die es noch nicht gesehen haben, aber ich glaube, die Jugend zu befriedigen ist schwerer wie das Familienpublikum zum Teil. Ich glaube auch Familien bringen ja auch, wird so doof, aber mehr Geld in die Kasse als jetzt die Jugend. Ne? Natürlich, das ist wie auf dem Volksfest, das liebste Publikum ist der Opa, Oma, Familie mit Kindern, die essen was, die trinken was, die schlendern rum, die kaufen was im Souvenirshop oder so, oder die gehen losen auf dem Volksfest. Das ist natürlich die Hauptzielgruppe, sag ich mal. Und darauf haben wir natürlich erstmal angefangen aufzubauen, weil mein Plan war es auch von Anfang an, nicht eine große Attraktion mit der Hoffnung, dass alles auf eine Karte setzen und dann kommen die schon. Das war natürlich auch am Anfang so ein Gedankengang, wo ich sage, ich baue jetzt eine große Anlage, alles, was ich noch aufbringen kann. Und wenn das dann in die Hose geht, ist vorbei. Meine Option war mehr, bring die Gesamtanlage wieder so in Schuss, dass die Mundpropaganda wieder sagt, da kannst du mal wieder hingehen. Und so haben wir auch angefangen. Und dementsprechend ist natürlich, ich wurde auch schon mal gefragt, ja, da war doch mal geplant Zirkusland und das, wo jemand sagt, gern, es war ein fließendes Konzept. Und wir haben natürlich schon uns Gedanken gemacht, wie können wir anfangen, aber im Grunde haben wir bei der Arbeit festgelegt, das machen wir. So machen wir es, das machen wir. Und dann war ja hier ein großes Sammelsorium von da Blauer Enzian, daneben eine italienische Pizza, daneben ist hier D-Kino, Dino World, auf einmal sind wir wieder Nostalgie, Steampunk-mäßig. Ja, was soll ich da für ein Theming reinbringen? Also das heißt, wir haben da immer so peu à peu, Jahr für Jahr, das eine umlackiert, das ein wenig ausgesondert, da was dazu geholt. Also es war wirklich ein fließendes Konzept auch, wo ist Platz, was könnte man, was gibt es noch nicht. Weil man muss sagen, wir haben jetzt 56 Fahrgeschäfte. Und damit tun wir schon eine große Breite abdecken, ja. Also es wird mittlerweile wirklich schwer, mal übertrieben, noch irgendein Flatride hier reinzustellen, weil wir haben alles. Ich glaube, wir haben jetzt 9 Kinderspielplätze, wir haben einen Wasserspielplatz, wir haben eine Indoor-Spielhalle. Also ich glaube, wir haben von den kleinen, mittleren Attraktionen alles abgedeckt, was geht. Also es wird schwer jetzt die nächsten Jahre, also wir brauchen was Großes. Und darauf wird auch das Augenmerk auf große Sachen und auf Thematisierung, Qualität, also die bestehenden Anlagen weiter aufwerten. Darauf wird jetzt auch Augenmerk gelegt. Ich glaube, das haben auch viele, die letztes Jahr da waren, auf diesen Jahr gemerkt, dass wir die Zeit schon stark genutzt haben, wirklich viel Geld in Kunstbeton, Bäumchen, also man sieht gar nicht, was das alles kostet. Da haben wir viel Geld reingesteckt jetzt. Vor allen Dingen, du bist ja auch ein Thematisierungsmensch. Ja, ne? Soweit es der Geldbeutel mitmacht. Ja, das muss man ja mal beachten, dass es ja alles Geld kostet. Ja. Ne? Das muss finanziert sein. Aber man sieht ja wirklich, ich finde, wenn jetzt ein Freizeitpark auch, man sieht dann so, dass wenn die thematisiert sind, man fühlt sich da auch irgendwie wohler. Ne? Ja, also man fragt mich ja auch immer Thematisierung, ja, nein, wo ich immer sage, es hat ja beides sein Flair. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich in einem Freizeitpark, der nicht thematisiert ist, aber schön in der Natur liegt. Jeder Freizeitpark hat ja seinen eigenen Flair. Das ist auch immer, wenn wir hier kommen, hier kennen wir ja auch. Auch im Europapark zahlen wir ja nur 15 Euro mehr und haben viel mehr Auswahl. Ja, das mag so sein. Der Europapark ist auch ganz toll. Ich gehe persönlich jedes Jahr mit meinen Kindern in den Europapark. Bin ein großer Fan. Aber es ist was anderes. Ja, aber warum? Sag ich, guck, an einem guten Tag kann ich da 3 Achterbahnen fahren. Bei einem guten Tag könnt ihr bei uns alle 56 Fahrgeschäfte, wenn ihr wollt, fahren und könnt hinten nochmal anfangen, weil ihr immer noch Zeit habt.
weil nicht so viel los ist einfach. Ich mag auch einen Moviepark, ich mag aber auch bei der Segerholzer im Bayernpark. Ja? Es hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Jeder Park hat ja seinen eigenen Flair. Wir haben viele Shows zum Beispiel, wir haben aber auch oben noch Tiere und wir haben Attraktionen. Der nächste Park hat dafür vielleicht keine Shows, keine Tiere, hat aber zwei größere Achterbahnen. Also ich sage immer, jeder Park hat ja seinen eigenen Flair und es ist schwer, die miteinander zu vergleichen. Ich glaube, jeder muss da selber finden, wo er hin will. Ich sage auch immer, ich werde ja auch öfters gefragt, was ist der Lieblingspark, was ist der Lieblingsachterbahn? Meine Antwort ist immer, es gibt keinen Lieblingspark von mir, weil jeder Park, wie du schon richtig gesagt hast, ist einzigartig. Ja. Genau auch jede Achterbahn ist einzigartig. Es gibt für mich keinen Lieblingspark, Lieblingsfreizeitpark. Ja. Und ich kann in jedem Freizeitpark Spaß haben. Ja. Das ist einfach so. Sehe ich auch so, ja. Also ich war vor 2 Jahren das erste Mal, ich glaube das letzte Mal war ich im Phantasialand, wo irgendwie der China-Bereich neu war. Ach, so lange warst du nicht mehr da? Da war ein kleiner Junge, ja. Und ich war vor 2 Jahren im Phantasialand und das ist schon gigantisch, diese Kulissen. Mir persönlich, sage ich, Bombe, gefällt mir, weil ich mag dieses Thematisierte, was nicht Standard ist. Wenn du natürlich dann im Europapark bist, wo ich sage, da gehe ich am meisten hin. Warum? Da ist halt für meine Kinder auch was, da ist aber auch was für mich. Ich will es ja nicht so verrückt, ja. Aber natürlich ist jetzt eine Thematisierung von Spanien, wo ich sage, das ist schön, das ist toll, da findest du nichts. Also da ist man teilweise ja, ich bin ja schon teilweise betrübt, weil ich keinen Mangel finde, weil alles so sauber und perfekt ist, ja. Aber ich muss natürlich wiederum sagen, fantasiemäßig ist natürlich dann im Phantasialand nochmal eine andere Nummer. Oder ich war zum ersten Mal vor 2 Jahren im Heidepark, da war ich das letzte Mal auch, glaube ich, mit 10 Jahren. Da sagen auch manche, oh, das ist nicht mehr das, was es mal war. Ich fand es toll, ja. War dann im Hansapark auch, also jeder Park hat da so seine eigene Schiene, wo ich sage, ist Geschmackssache. Ja. Jeder Park bedient ja wegen einer anderen Zielgruppe, glaube ich. Ja. Also von daher, ich finde, jeder hat seine Daseinsberechtigung eben. Manche schafft man gar nicht mehr an einem Tag, manche sind der Tagesausflug. Also ich finde es schwer, mir persönlich, hast du ja schon gehört, gefällt natürlich sowas wegen fantasiemäßig. Dementsprechend versuche ich natürlich meinen kleinen Park hier auch auf die Schiene zu bringen, wo ich sage, man ist ja nicht in Bayern, weil für mich wäre es jetzt zu langweilig zu sagen, ich mache jetzt hier in den Frankenpark oder den Bayernpark in Bayern. Ja. Nichts gegen dich, Silke. Vom Bayernpark eben, die Chefin meine ich nur. Aber mir persönlich, das wäre jetzt nicht meins. Deswegen, ich möchte schon, du siehst ja, wir haben alles, was bayerisch war, schon weg. Also ich habe alles, das bayerische Bierzelt, alles, was bayerisch war, habe ich weggemacht, weil ich sage, oh, wenn ich in Bayern bin, will ich in Bayern sehen. Ja? Und unsere Hauptzielgruppe ist trotzdem im Moment so 150 Kilometer. Das heißt, sie sind Bayern. Die wollen fahren nicht hierher, um Bayern zu sehen. Ja. Die wollen lieber irgendwas Verrücktes sehen, irgendwas aus einer Fantasiewelt, sage ich einfach mal. Ja, also was ich zum Beispiel auch hier wirklich toll finde, ist da hinten der Waldbereich, wo jetzt auch Tal der Könige steht, Slingshut steht. Den finde ich so, ja, ich kenne jetzt in Deutschland eigentlich, also ich persönlich jetzt keinen Park, der, weißt du, diese Attraktionen da stehen hat, ne? Ja. Auch toll implementiert hat und du hast so viel Wald da und da fühlst du dich echt, also wir beide, Vanessa und meine Wenigkeit, wir mögen ja auch viel klar Natur und alles, ne? Und fühlt sich da einfach wohl, weißt du? Es ist nicht so, es ist nicht hektisch. Ja. Ne? Also ich finde, du hast viele Bäume da um dich rum, du hast aber trotzdem noch diese Flat Rides eingebaut, die Laufgeschäfte hast du drin. Also das finde ich schon schön. Also das war auch der Gedankengang, wo wir darauf sind in den Wald, wo ich gedacht habe, die Kulisse passt perfekt. Wir haben das Theming zur Hälfte schon da. Dieses urige Waldfahren, der da von Natur wächst und alles. Ja. Also es passt, denke ich, auch ganz gut, ja. Vor allen Dingen siehst du da auch direkt diesen Slingshot, wenn du da hochgeschossen wirst. Haben wir ja heute Morgen gemacht. Es wäre eine Attraktion. Ja. Ich bin noch nie einen Slingshot gefahren. Noch nie. Wir beide nicht. Ja. Dementsprechend waren wir aufgeregt, weil ich habe so ein bisschen Höhenangst. Mhm. Aber so Achterbahn fahre ich alles. Aber da waren wir schon. Und dann sind wir da hochgeschossen. Und der Ausblick ist ja phänomenal. Dann denkst du fliegst über den Wald irgendwie, ne? Und du hast Wald vor dir. Also das ist schon toll. Ich sage auch immer, das Freizeitland lebt ja auch von der Natur hier. Also allgemein, auch jetzt hier im unteren Bereich, haben wir wirklich viele Bäume. Ich versuche auch immer, wenn man was bauen, die Natur zu erhalten. Weil der Baum weggemacht, sage ich immer, ist schnell, bis der wieder wächst. Das dauert viele Jahre. Also ich sage immer, das Freizeitland lebt auch wirklich von... Wir haben das auch gemerkt letztes Jahr zum ersten Mal als Beispiel. Wir machen immer unser Presseopening. Und es findet immer Ostern statt. Das heißt, Ostern, alle Bäume sind kahl, grau. Es ist noch so ein bisschen früher. Vielleicht auch noch so ein bisschen Regen, Niesel, die Wege, so ein bisschen Laub oder was. Und es kommt nie Feeling auf. Letztes Jahr, bedingt Corona, haben wir zum ersten Mal unser Presseopening Pfingsten gemacht.
Auf einmal haben die Blumen geblüht, alles war grün. Es war ein ganz anderes Feedback von, wir haben ungefähr immer 70 Pressevertreter hier. Und man hat zum ersten Mal, habe ich das Gefühl gehabt, dass die sagen, es ist ein schöner Park, sage ich jetzt mal übertrieben, ja. Die waren so, oh Gott, und schön. Also ja, der Park lebt halt auch von der grünen Natur. Und wir geben uns viel Mühe, also auch beim was Neues bauen. Wir tun viel Grün mit Anlegen, Hecken, Büsche, Blumen, weil es einfach davon lebt. Also ich glaube, das ist ein großes Thema Geiselwind, dass die Natur da dazu gehört, dass es so eingebettet ist hier. Ja, also wie gesagt, ich bin das erste Mal hier und wie ich schon gesagt habe, ich kenne die Bilder, wie es früher war. Und also alles das, was du und natürlich auch dein Team hier leistest, also habe ich absolute Hochachtung dafür. Weil das alles aufzubauen, umzumodeln, komplett was Neues zu wagen überhaupt, ne? Das Anpacken, also das, solche Menschen brauchen wir mehr. Das ist einfach so. Auch verrückte Sachen mal auszuprobieren, einfach sagen, so scheiß drauf, ich mach das jetzt einfach. Ne? Egal was andere sagen. Neide hat man hier immer viele. Ja, ne? Das, wenn, aber guck mal, arbeiten, wenn du keine Neide hast, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ja. Das ist einfach so. Das kennt man ja mittlerweile. Also da gewöhnt man sich auch dran. Ja, also. Ja. Und ich sollte dich noch von, das kann ich auch nochmal sagen, von Bethel Thelen grüßen, ganz lieb grüßen. Und ja, ihr habt euch auch lange nicht mehr gesehen. Und, Grüße zurück. Ja. Vielleicht seht ihr euch bald mal wieder. Der hat mich hier noch nie besucht, ja. Was? Ja, ich weiß, jeder hat ja immer viel um die Ohren, ja. aber ich will es Bethel auch nochmal sagen. Ja. Er kann ja auch mal, ne? Ja. Kenne ich aber die meisten Kollegen. Die rufen zwar mal an oder sagen, wir sind gerade mal vorbeigefahren oder kriegst du WhatsApp, wo einer unseren Top of the World auf der Autobahn fotografiert, aber wirklich wenige, die mal vorbeischauen. Aber ja. Hast du denn mit einem Park oder mehreren Parkbetreibern so eine intensive Freundschaft? Oder die Parks sind ja, ja, was, wie soll ich das sagen, ist ja ungefähr wie bei der Schaustelle. Ja, jeder guckt natürlich ein wenig zum anderen, aber ich sehe das auch ganz, also ich persönlich, meine Meinung, ich sehe das ganz entspannt, weil jetzt könnte ich sagen, lächerlich, ein Europapark, ein Phantasialand, die lachen bestimmt, wenn sie Konkurrenz und Geiselwind hören in einem Zug. Ja? Dann haben wir natürlich auch naheliegende Kollegen, jetzt gerade der Benedikt, Schloss Thurn, Blohn, was haben wir denn hier noch? Triebstrill, die Familie Fischer, ja, jetzt der Bayernpark, da sind wir jetzt aber schon bei 2,5 Stunden Fahrt. Ja? Skyline Park ist, glaube ich, also 2,5-3 Stunden der Löwendal. Ich muss sagen, man kennt sich vom VDFU so auch noch ein bisschen zurückhaltend. Ja, muss sagen, die sind da auch nicht alle überstützend. Aber nicht, dass einer böse auf den anderen ist, das sind ja auch viele Menschen. Ja. Aber ich muss jetzt sagen, dass man böse mit jemandem ist, gar nicht. Große Freundschaften, man lernt sich halt immer mehr kennen. Also ich bin ja einer, bei mir kriegt jeder einen Kaffee, ich freue mich immer über Besuch. Ich gehe selten raus, freue mich aber, wenn mal einer vorbeikommt. Und jetzt wie mit Schloss Thurn, der Benedikt war vor 2 Wochen hier und wir haben hier einen Kaffee getrunken. Alles gut, ja. Also ich denke nicht, dass man da irgendwo, also keine, ich würde jetzt sagen, richtig dicke Freundschaften auch nicht. Aber man kennt sich gut, man respektiert sich, jeder weiß ja jeder, dass das auch nicht leicht ist. Viele denken ja auch, so ein Freizeitpark ist ein Selbstläufer. Ich glaube, weiß nicht, ob es bei den Großen so ist, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, alle, die so in meiner Größenordnung sind, wir kämpfen alle. Und es muss sagen, es ist natürlich näher zusammengerückt, finde ich. Ich bin ja noch nicht so lange in dem Verband, ich bin jetzt 5 Jahre da. Der Herr Gevers ist unser neuer Geschäftsführer vom Verband. Da muss ich sagen, auf dem Wege, hallo Jürgen, der macht es sehr gut. Der versucht es auch alles ein wenig näher zu bringen, also ein wenig eine Einheit zu bilden. Das finde ich ganz gut, was sie da machen, der Verband. Und durch Corona ist man natürlich noch näher zusammengerückt, weil man plötzlich alle dasselbe Problem haben. Ob es der Park ist mit 50.000 Besucher oder der Park mit 5 Millionen Besucher, alle hatten auf einmal dasselbe Problem. Selbst auch Disney, die großen, ja, die riesigen Konzerne, ja, selbst die haben das Problem. Und plötzlich waren alle zusammen in Videochats, haben sich miteinander unterhalten, wie soll es weitergehen, wie können wir weitermachen, was machen wir, wenn wir wieder öffnen dürfen, wie werden wir öffnen, was wird kommen. Also das hat schon ein bisschen, denke ich, zusammengeschweißt, die Branche, die Sorge eigentlich um die Zukunft. Ja, und ich sag mal, gemeinsam ist man ja auch wirklich stark, ja, wenn man gemeinsam auftritt. Ja. Klar, es gibt immer ein Sticheln, ja, Mitbewerber oder beliebtes Geschäft, das, ja, kenne ich aus meiner Branche, ja, ja auch. Aber es geht ja auch darum, dass man sich mal austauscht oder sich, ja, mal Tipps holt und vielleicht auch mal, wenn man einen anderen Park besucht, sagen, Mensch, hast du toll gemacht. Ja. Weißt du, so ja, Kleinigkeit. Hast du wirklich toll gemacht? Also ich muss auch sagen, ich bekomme wirklich auch, freut mich auch von den Kollegen. Es freut mich gerade, wenn eingesessene Freizeitparkbesitzer, also ist das größte Lob, wenn jemand in der dritten Generation einen Park hat, der gut läuft und der sagt dann, hey, das machst du gar nicht so schlecht. Das freut einen dann schon. Ich meine, man freut sich über jeden, der das sagt, aber wenn es natürlich ein Mitbewerber sagt, dann ist es schon so ein bisschen ein Ritterschlag, wo man dann auch, oder wenn mal die ganz großen Parks zumindest schon mal wissen am VDV, wer man ist,
das freut einen dann schon, wo man so sagt, der wusste, wer du bist. Also, oder sagt, ich habe da schon mal geschaut auf eurer Internetseite oder auf deiner und machst du gar nicht so verkehrt. Das freut einen dann schon. Das ist ja ganz anderes Gewicht dann auch, ja, ne, was man da bekommt. Ja. Also, das freut einen dann schon so ein bisschen. Also. Und Matthias, ganz kurz, die nächste große Neuheit ist, hast du wahrscheinlich schon eine Planung, ne? Ja. Aber ich weiß, du musst nichts verraten. Nein, alles gut. Natürlich, also ich bin ja einer, ich plane ja immer. Ich plane immer ganz viele Sachen. Du wirst auch lachen, das wird ganz kurzfristig entschlossen dann auch beschlossen, weil viele denken ja, ich verstehe das natürlich, viele Parks hört man ja, die planen seit 7 Jahren ja den Kitty Ride. So kann ich nicht arbeiten. So hätten wir nie hier anfangen. Also wenn ich so angefangen hätte mit Freizeitland Geiselwind, hätte man gar nicht anfangen brauchen. Also das war hier wirklich ein, während wir bauen, sagen wir dann teilweise noch, ach, die Farbe machen wir lieber so, wir machen doch lieber andere Fensterscharniere, wir rutschen das nochmal 2 Meter nach links ab, wenn die Baugenehmigung schon da ist und das ändern wir nochmal. Also es ist hier ein, so wie, ich habe was im Kopf. Und meine Leute sage ich, was haltet ihr davon? Dann sagen die, scheiße, das kommt schon wieder was. Aber Matthias, das ist ja auch deine Stärke, weil du kannst gehen wesentlich schneller ja auch agieren, weißt du? Ja, naja, gut. Manche behaupten, es ist meine Stärke. Ich manchmal sage manchmal, dass ich so ungeduldig bin, könnte auch meine Schwäche sein. Weil das kann dich natürlich auch mal, wenn man sich, man kann sich ja auch, das kann man auch so offen sagen, auch mal schnell übernehmen. Und ich passe da auch selber, ich versuche mich da manchmal selber zu zügeln, dass man sich eben nicht übernimmt, gerade in so einer Zeit, ja. Jeder hat letztes Jahr gesagt, du bist ja verrückt. Auch manche Kollegen, wo sie gehört haben, was ich baue und dass ich baue, wo ich gesagt habe, naja, aber ich habe das mir ja schon vor Corona überlegt gehabt, nach dem ersten Lockdown und habe es dann gemacht. Ja, aber jetzt ist der zweite Lockdown, solltest du denn lieber abblasen? Wo ich sage, nee, es ist jetzt schon, es läuft ja irgendwie schon, ja. Und wer holt dich denn da runter? Also wenn man sagt, ich habe das und das will ich machen, das will ich machen, das will ich machen. Gibt es da einen, der dich dann sagt, die Realität. Runter? Ja? Meine fleißigen Leute, die dann teilweise sagen, du weißt schon, was wir noch alles machen müssen, bis wir wieder aufmachen oder so. Nein, eigentlich holt mich keiner runter. Ich bin eigentlich ganz froh, ich habe ein gutes Team. Also da muss ich auch mal sagen, das haben wir gut geformt die letzten Jahre. Also wir haben hier mit nicht viel angefangen, wenn ich es mal nett ausdrücken darf. Also es war jetzt auch nicht der Riesenrückhalt der alten Belegschaft da, dass die jetzt alle gesagt haben, toll, hier ist der neue Herr Mölter und jetzt müssen wir alle wieder fleißig arbeiten, anstatt in unseren etwas eingeschlafenen Park, wenn ich es mal so nennen darf, zu sitzen. Also es war nicht so einfach, dass man da große Euphorie erfahren hat, sondern eher, wir mussten eigentlich ein neues Team aufbauen. Ich hatte zum Glück ein paar Leute, die habe ich aus meinem Betrieb mit rübergenommen, auch Familie und so. Da hat man schon mal so eine kleine Truppe gehabt, mit der man schon mal anfangen konnte. Und die hat man natürlich dann im Laufe von 5 Jahren dann geformt. Also mittlerweile haben wir ja 2 Schreiner, wir haben an die 16 Techniker, wir haben 3 Maler hier, Mai Elke, die macht die ganzen Entwürfe, die malt im Grunde das, was ich im Kopf habe, oder ihr irgendwie skizziert und eine Collage baut, bringt sie dann aufs Papier und so. Also man hat dann schon sich ein Team zusammengebaut und dann funktioniert es auch ganz gut und die sind dann auch dabei, wenn ich was sage. Also die haben auch Lust drauf. Also wo wir da letztes Jahr alle gehabt haben, Corona, jeder dachte, wir machen nichts. Und ich habe dann gesagt, also komm, wir bauen da oben den neuen Themenbereich. Hat jeder erstmal geschaut, ja wie? Und was kommt da hin? Und sage, ich weiß noch nicht, vielleicht eine Sache. Und dann sage ich, nee, kommt jetzt noch Ramses dazu und jetzt kommt noch der Kugumatz als Gastro dazu. Und da drüben bauen wir noch 2x neue Toiletten und dann wollen wir das so. Und die sind aber dann auch dabei, also die leben das dann auch schon mit. Also wir sind ja auch sehr familiär, trotz der Größe, also dann macht es schon Spaß. Also man kann ja auch sagen, dass du im Grunde genommen als Parkinhaber ja auch Motivator bist gegenüber auch den Mitarbeitern, ne, die auch dann wirklich da mitziehen. Du musst ja auch da wirklich immer so ein bisschen... Ja, ne? Also ich habe auch mal im Winter, kriege ich auch mal meinen Pfefferer, oder ein Beispiel mal Elke kommt und sagt, sag mal, was willst du noch alles machen? Wir sollten mal lieber weniger machen mit Qualität anstatt zu viel. Wo ich sage, komm Elke, wir sind doch auch Leute. Und dann eine Woche später sagt sie, hast doch recht gehabt, wir haben es trotzdem mit Qualität hingekriegt und ist auch fertig. Also die dürfen auch alle zu mir was sagen. Ich nehme auch gern Kritik an. Also jeder darf hier mir seine Meinung sagen, ob es der Fahrgeschäftsbediener ist oder der Koch oder wer auch immer. Ich bin für alles offen. Ich bin ja in allen Themen drin. Und ich mache bestimmt nicht immer alles richtig, also ich lasse mich da gern auch eines Besseren belehren und ich frage auch gern und ich gebe auch gern Verantwortung ab. Aber wenn einer was sagt, dann soll er es mir auch zeigen, dass er es kann. Ja, sollst du noch beweisen, nicht einfach nur genau so zu sagen, ja, das ist doof. Ja, weil, warum? Genau, ich nehme von jedem gern Kritik an oder auch, wie gesagt, von Mitarbeitern Verbesserungsvorschläge, wenn sie mir zeigen, dass es geht. Vor allem auch einen Alternativvorschlag, genau, was man immer dann sagt, okay, das ist deine Kritik, verstehe ich, okay, ja, wie würdest du es denn besser genau machen? Zeig mir dein Konzept. Das wissen auch meine Leute und das funktioniert auch relativ gut. Also ja, deswegen sage ich ja, jeder hat hier seinen Bereich. Und wie gesagt, wir haben ja dann noch Seaside eben gebaut letztes Jahr parallel, wo wir leider noch nicht eröffnet haben. Das sollte eigentlich im Juli auch aufmachen, schon früher eigentlich.
aber es ist da momentan, ich glaube, das wissen auch alle Kollegen von mir gerade das Thema, es hält sich keiner momentan an Liefervereinbarungen, an auch, ne, das Katastrophe. Ja. Also man weiß auch gar nicht mehr, was stimmt noch und was stimmt nicht. Ich rede jetzt nicht nur von Seaside, alles. Ob das der Pommeslieferant ist, der Farblieferant, jemanden, wo man ein Millionenprojekt baut, ob es ein Ersatzteil, eine Schraube, ein Hersteller ist und man braucht drei Räder für eine Achterbahn, Beispiel, kein Personal, das Schiff sitzt im Suezkanal fest, wir haben Corona, wir sind in Kurzarbeit, wir sind im Homeoffice, man weiß, China kommt kein Material, wir können nicht produzieren, also man weiß gar nicht mehr, was stimmt noch und was ist eine Ausrede, man weiß nur, es macht massiv Probleme. Ja, ne? Also wie gesagt, da drüben unser Seaside-Resort ist, die Bungalows stehen, das Restaurant ist zur Hälfte fertig, die Info steht, ist eigentlich bezugsfertig, in Anführungszeichen, und es fehlen gewisse Kleinigkeiten, wo wir jetzt eigentlich seit dem 1.7. aufhaben wollen und es ist immer noch nicht fertig. Ja. Und jeder hat eine Ausrede, man kann gar kein irgendwie so richtig böse sein, weil halt jeder schiebt es auf den Nächsten. Würde ich gerade sagen, da ist wieder diese Kette drin, ne? Jedes abhängig von jedem. Ja. Ich sage auch immer, eine völlige Unabhängigkeit, wie es ja manchmal immer so erzählt wird, gibt es nicht. Nee, die gibt es nicht. Jeder, ob das ein Großkonzern ist, ob das ein kleiner Unternehmer ist, jedes abhängig von jedem. Und die wird auch nach Corona nicht da sein, auch wenn wir sagen, wir wollen wieder mehr im Inland produzieren oder irgendwas, geht gar nicht. Nee, also, das ist ja schon global, das geht ja gar nicht mehr anders. Das ist vorbei. Ja. Und das ist natürlich momentan echt schwer, also ich bin froh, dass oben alles hingehauen hat, muss aber auch sagen, also Firma Funtime, wo der Slingshot her, das hat top funktioniert, aber mir wären auch hier oben Ostern wie geplant nicht fertig gewesen, was ich mir auch selber jetzt noch im Kopf halte und sage, wir hätten es nicht geschafft, was mich auch selber ärgert, aber momentan auch Behörden, ob das jetzt unser Landratsamt in Kitzingen ist, das nenne ich auch mal ganz offen, da wenn ich momentan hingehe und sage, ich brauche eine Baugenehmigung, was sonst 2-3 Monate dauert, habe ich so das Gefühl, es dauert 2 Jahre, dann hat mir jeder erzählt, wie überarbeitet sie alles sind, ja. Und die Bürokratie wird auch immer mehr in unserem Land noch dazu. Also es wird nicht einfacher. Und ich glaube, Corona hat es nicht einfacher gemacht. Also Unternehmer wird immer da auch immer so Steine in den Weg geschmissen. Ne? Gerade habe ich das Gefühl, das sehe ich ja auch bei einigen Unternehmern, mit denen man so befreundet ist. Ja. Die sagen dann auch immer, weißt du, als Unternehmer bist du in Deutschland immer der Böse. Ja. Dann heißt es immer, oh, der gierige Unternehmer, da musst du das Geld wegnehmen und so. Ne? Und dann auch sagen, ey, sag mal, das sind eigentlich die Leute, die den Wohlstand schaffen. Gerade auch Kleinunternehmer im Mittelstand. Ja. Das sind die Leute, die Arbeitsplätze bieten. Also das schwer. Ist, ja, also ich kriege das auch mit. Ich muss sagen, die ersten 2-3 Jahre bin ich hier ziemlich unterm Radar geflogen. Das war so, oh, da ist einer von der Kirmes, der hat da jetzt das Ding übernommen, der macht da irgendwas, lasst mal. Ja, natürlich habe ich alle Ämter da gehabt, also das will ich jetzt nicht falsch sagen. Es war bei mir natürlich wie überall Lebensmittel, Veterinäramt für die Tiere, Wasserwirtschaftsamt, die untere Naturschutzbehörde, der TÜV, die waren natürlich schon alle da. Aber irgendwie war es immer so, ne, der Müll, der lass ihn mal machen, der macht da schon irgendwas. Und dann so ab dem vierten Jahr war es dann so, letztes Jahr hat es dann begonnen so, oh, der Müll, der macht da ganz schön viel. Da müssen wir mal wenn genauer gucken. Also wirklich, wo dann noch kam, wir bauen Übernachtungsresort und wir erweitern uns in die Richtung und in die Richtung. Jetzt hat der Mölder noch zusätzliche Flächen rings um den Park alle erworben. Guck mal, da verstimmt was nicht. Jetzt, da, genau, oh, da müssen wir mal genau hingucken, weil das kann ja gar nicht sein. Ja. Wo ist er, wen habe ich denn jetzt was Böses getan? Und dann fühlen sich auch alle angegriffen davon, muss ich auch sagen. Das kennen ja andere Parkbesitzer noch viel besser wie ich. Und man hört es immer wieder, dass sich dann plötzlich das ganze Umland davon diskriminiert, angegriffen. Die fühlen sich, als ob man ihnen was wegnehmen will. Wo ich sage, stopp, also ich habe hier an meinem Gelände genau einen Nachbar, ein Haus als Nachbar. Ja. So, dann habe ich natürlich meine Gemeinde hier vorne, wo ich mir natürlich sage, okay, die Autos fahren durch die Gemeinde. Bring aber Geld mit. Aber dann muss ich sagen, ich verstehe es, aber ich muss auch wiederum sagen, die Leute tanken hier, die Leute nehmen sich ein Zimmer, die Leute schlafen hier, die essen hier. Also es bringt ja auch Umsatz für die Region, ich will jetzt nicht sagen, mich da hervortun, aber es bringt ja auch Arbeitsplätze und. Aber es wird teilweise nicht mehr so gesehen, also es ist nicht mehr wie früher, ich kenne das noch so als jüngerer, viel jüngerer Unternehmer, dass man immer gesagt hat, ja, du schaffst doch Arbeitsplätze und du zahlst doch Steuern. Ja, ich habe mittlerweile das Gefühl, wenn man das macht, ist man Arsch heutzutage. Ja, ne? Man ist nicht mehr gern gesehen, wenn man Arbeitsplätze und Steuern zahlt. Das muss man auch mal so offen sagen. Ja, ja. Also es ist wirklich schwer und viele, auch Politiker, die haben Verständnis für alles. Also ich muss auch sagen, ich habe wirklich viele Politiker hier, die sich Mühe geben,
Aber jeder hat mir, ich habe mittlerweile das Gefühl, viele geben, haben Verständnis, sie wollen sich Mühe geben, aber sie können es gar nicht. Sie haben gar keine Macht dazu, ne? Genau. Ja, also sie sind gar nicht dafür zuständig oder können gar nichts. Genau, sie können es leider nicht. Ja. Und ich glaube nicht, dass es eine Ausrede ist, wie bei Corona mit dem Lieferanten. Nee, nein, ich glaube wirklich, dass der einzelne Politiker hier, wir haben ja sogar Bundestagsabgeordnete, die mich hier besuchen und auch versuchen zu helfen, aber nicht einmal die haben genug Einfluss, um zu helfen. Die entscheiden es, glaube ich, auch gar nicht. Nein, wir haben es ja jetzt auch mit unseren Corona gesehen. Wer was wie entscheidet. Ich glaube, die wussten teilweise selber nicht mehr, wer was entscheiden darf oder nicht darf. Also es ist schwer. Und es wird leider nicht einfacher. Und da sind wir wieder beim Thema Zukunftspläne, wo man, ich habe natürlich Pläne und ich weiß eigentlich, wo ich ursprünglich hin wollte. Manchmal hat man aber, ich muss sagen, seit letztem Jahr, seit der erste Lockdown war, hat man manchmal davor Angst, ob man da überhaupt noch hin möchte. Und ob das noch einen glücklich macht dann so in der Größe. Also wie gesagt, wir haben jetzt mit dem Übernachtungsresort, dadurch sind wir ja rein theoretisch oder sind wir praktisch dann auch zum Ganzjahrespark geworden. Wir haben jetzt die Winteröffnung, natürlich noch mit vielen Schließtagen zwischen den Wochenenden, aber das soll natürlich peu à peu weg. Und das heißt, man kommt noch weniger hier. Ich komme ja eh schon nicht raus, aber es wird noch mehr, man muss noch mehr anwesend sein, es gibt noch mehr Sachen, die man beachten muss. Und wie gesagt, mein Ziel war ja immer irgendwo in den ersten Jahren wieder unter die Top 10 zu kommen. Und das ist, man muss sich ja Ziele setzen. Ja, natürlich. Und manchmal überlegt man aber dann schon so, möchte ich hier eigentlich irgendwann mal irgendwo zwischen 500 und 1000 und 1 Million Besucher überhaupt haben. Bedeutet ja auch viel Stress, ne? Viel Verantwortung, die hast du ja jetzt schon. Aber, und auch Stress hast du ja jetzt auch schon. Aber wenn du größer wärst... Es wird einfach immer mehr, alles ein bisschen. Ja. Es wird mehr Personal, es wird mehr hier, es wird mehr da. Mir macht es grundsätzlich Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Ja, das merkt man. Aber es gab natürlich auch so die ersten Momente, muss ich wirklich sagen, wenn dann so gesagt wird, ich weiß, das Thema ist schwer und man möchte auch gar nichts eigentlich dazu sagen, weil man kann in eine falsche Ecke geschoben werden, sobald man momentan mit Corona was Falsches sagt. Und es ist wirklich schwer, aber es ist natürlich so, manche denken, oh, die kriegen alle Hilfe. Ja, ich könnte dir jetzt erzählen, wie viel Hilfe ich gekriegt habe. Das wird nicht lang dauern. Ja? Ja. Und dann andere, dann macht der Park nach 8 Monaten wieder auf und das Publikum kommt mit dem Eindruck oder mit den Erwartungen, als ob nie was war. Die schimpfen dann, das Personal ist so langsam, wo ich mir teilweise denke, da sitzen 5 von meinen fleißigen Leuten in der Gastro. Das sind halt auch neue Leute, die waren 8 Monate raus aus der Gastro. Die haben was anderes gemacht. Die müssen auch sich erstmal wieder einarbeiten. Dann haben wir viele neue Leute, weil andere natürlich sich eine andere Arbeitssucht haben. Wo ich denke, die Leute, wenn sie meinen, der Park ist schlecht, das verstehe ich teilweise noch, wenn sie meinen, okay, ist so. Aber wenn dann persönliche Beleidigungen auf irgendeinen Shop gehen oder irgendeinen Fahrgeschäftsbediener, wo ich mir denke, ja, jetzt schimpfen sie, weil sie 20 Minuten an der Barbecue Pearl auf einen Burger gewartet haben, der frisch zubereitet wird, 5 Leute dort wirklich 8 Stunden am Tag sich einen Arsch rausrennen, wenn ich es mal so sagen darf, und 3 halt neu sind. Aber das ist nicht, dass die drin hocken und lesen Zeitungen und rauchen eine Zigarette und trinken Käffchen. Die rennen da drin rum und trotzdem meckern die Leute. Wo ich sage, die sehen doch, die geben sich Mühe. Und wir können auch nicht mehr Personal da reinstellen, weil der Laden ist voll. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, möchte man noch mehr wachsen, weil es wird halt immer mehr von dem. Ja. Also. Aber Matthias, ich bin sicher, ihr werdet hier noch mehr wachsen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ihr eine tolle Zukunft haben wird. Mit Sicherheit. Ich hoffe es. Also im Moment sind wir noch so in der Schwebe, riskieren wir was für nächstes Jahr, weil wir haben eigentlich für nächstes Jahr, das kann ich auch sagen, eine Erweiterung oben an Forbidden Kingdoms angedacht. Da soll nochmal ziemlich dieselbe Fläche angebaut werden. Und wir haben in der Planung, das kann man auch sagen, das ist jetzt kein Riesengeheimnis, einen neuen Eingangsbereich, einen großen, der dann auch so als Aushängeschild mit einer Mall ist, also wo wir dann auch so was hermachen. Und das ist alles eben in der Planung und eigentlich muss nur noch von mir der Startschuss gegeben werden, dann geht's los damit. Aber wir warten jetzt natürlich auch den August ab. Und wenn man halt jetzt schon wieder hört, was schon wieder in der Politik geredet wird, weiß man natürlich auch nicht, wie lange haben wir dies Jahr auf. Und wenn wir aufhaben, unter welcher Prämisse haben wir auf? Weil wir hören es ja jetzt gerade, am 23. August kann das Landratsamt selber entscheiden, ob wir bei einer Inzidenz unter 35 die Testpflicht brauchen. Ab 35 ist Testpflicht und ab dem 11. Oktober kosten die Tests auch noch Geld. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich steige auch nicht mehr durch, weil jedes Land macht das anders. Ja. Wir waren jetzt beispielsweise auf dem Hamburger Dom, da musst du getestet sein, genesen oder eben Nachweis erbringen, ne, oder geimpft. Und du musst dich anmelden und du kriegst ein Zeitfenster für 3 Stunden. Fahre ich weiter nach Hannover, wo wir da waren, nö. Ja. Da konntest du so auch im Eingangsbereich Maske tragen, okay, und bei den Fahrgeschäften Maske tragen. Und du konntest im Freien so rumlaufen ohne Maske. Aber nicht auf dem Hamburger Dom. Bekannte von mir waren vor 2 Tagen, glaube ich, in einem anderen Bundesland, in einem Freizeitpark hier um die Ecke.
Und dann sagen die zu mir, hier, weißt du eigentlich, dass hier keine Maskenpflicht ist? Ich sage, wie keine Masken? Nee, gibt's keine. Nicht im Indoor-Bereich, nicht auf den Bahnen, nix. Ja, und was braucht ihr dann? Ja, tagesdatiertes Ticket. Ich sage, okay, das braucht ihr, ja, sonst kommt man nicht rein. Aber es gibt keine Maskenpflicht im ganzen Bundesland. Okay. Und dann sitze ich natürlich auch da und sage, ja, und ich glaube auch, dass die Politiker gar nicht damit wissen. Ich gönne das natürlich dem Kollegen. Also ich bin bestimmt nicht futterneidisch. Also ich gönne jeden Kollegen, der früher öffnen durfte, wie mir in Bayern. Und ich gönne jeden, wenn sie länger auflassen dürfen. Jeder braucht das Geld. Ich gönne auch jeder anderen Branche das Geld. Auch, ich habe auch nichts gegen Pop-Up-Freizeitpark. Das ist ja auch immer sowas. Hm, was hältst du denn davon? Nein, alle sollen leben und jeder hat es nicht leicht momentan. Aber natürlich kommt dann gewisser Unmut auf. Und ich glaube, die Politiker wissen gar nicht, was los ist. Weil wenn dann meine Gäste hören, 100 Kilometer weiter, kann ich in einem Park ohne Maske. Ich glaube, die wissen gar nicht, dass sie den kompletten Wettbewerb verzehren. Ja, ja. Also, oder der eine Park macht 4 Wochen vor Geiselwind auf, wo ich sage, meine Stammkundschaft, die Kinder wollen raus, die gehen woanders hin. Wie stellt ihr euch das vor? Und wer ersetzt mir das? Kein Mensch ersetzt mir was. Die sagen, naja, Herr Mölder, machen doch mal. Oh, sie können ihre Leute, nicht, ne? Genau, sie können ihre Leute in Kurzarbeit schicken, die ja, dann super. Alle irgendwie sich einen neuen Job suchen. Ja. Und die Anlagen werden auch nicht besser von der Kurzarbeit und vom Rumstehen. Und also ich glaube, die wissen gar nicht, was die da teilweise anrichten. Aber keine Ahnung, oder? Da bin ich ja ein ganz kleines Licht. Also die haben da schon ganz andere Größen kaputt gemacht. Ja. Und ich glaube, das interessiert keinen, was der Mölder denkt. Ja. Und Matthias, vielen lieben Dank erstmal gerne. Für das tolle und auch für das ehrliche Interview. Vor allen Dingen finde ich das auch cool, dass du bist ja eine offene Person und sagst auch deine Meinung und ja. Solche Personen schätze ich definitiv, aber auch die Zuschauer natürlich. Und ja, man merkt ja auch im Gespräch, dass du einfach das auch sagst, was, ne? was ja, ich gebe mir immer Mühe, entweder die Wahrheit zu sagen oder nichts zu sagen. Ja. Weil wenn man sie. Was bringt es mir denn, wenn ich was Schönes, alles Friede, Freude, Eierkuchen, es läuft, wir wachsen, in 3 Jahren bin ich der 5. Größte und die Politiker sind alle spitzenmäßig. Ja, die haben es nicht leicht, deswegen sage ich halt, was wir vorhin gesagt haben, ich glaube, es haben alle nicht leicht und es ist eine schwierige Zeit, aber ich glaube, manchmal sollten sie schon ein wenig überdenken, dass man ein bisschen einheitlich vorgeht. Und die Leute, wie du sagst, du weißt gar nicht mehr, was du machen darfst. Das haben wir, merken wir ja auch. E-Mails, die einen Maskenpflicht, ist keine Maskenpflicht, warum ist Maskenpflicht, wie ist es mit geimpft oder ungeimpft oder wie dürfen wir überhaupt noch rein, es ist schwer. Und ich glaube wirklich, also mein persönliches Gefühl, uns steht da noch was bevor, weil in dem Moment, wo alle wieder sich testen lassen müssen, habe ich wirklich die Sorge, auch wenn wir auflassen dürften, dass die Besucherzahlen einbrechen. Ja, ne? Ja. Und ich glaube, wir setzen alle unter Druck, dass sie sich impfen lassen gehen, das mögen sie so machen, wie sie denken. Da will ich mich raushalten, aber ich glaube, sie sollten auch mal überdenken, was die 50% nicht geimpft in ihrer Freizeit noch machen. Und die werden nicht in den Freizeitpark noch groß gehen, befürchte ich. Ja. Weil ich weiß nicht, wenn du 37 Euro Eintritt zahlst, ob du noch für 20 Euro vorher einen Test machen willst. Ich weiß jetzt nicht, was sie kosten, aber irgendwo da werden wir uns bewegen. Ja. Ja. So, und dann zu sagen, die Parks sollen halt oder alle anderen Branchen sollen halt die Durchstrecke bis alle dann geimpft sind, nochmal so überbrücken. Ja, das geht ja gar nicht. Mit was? Mit welchen Rücklagen? Mit welchem Geld? Ja. Tja. So, ich habe noch 4 Minuten. Gut. Nein, alles gut? Das letzte Wort hat immer der Interviewer? Der Kameramann. Nein, nicht der Kameramann. Nee, ich sag mal, das letzte Wort hast du. Gibt es noch irgendwie eine Message, was du gerne den Zuschauern übermitteln möchtest oder irgendwie eine, ja, die dir wichtig ist? Nein, eigentlich keine. Ich sage immer gern für alle, wir kennen ja auch das Klientel, ohne das negativ zu meinen natürlich, was dein Blog auch anschaut und alles, wo ich manchmal sage, schau doch ein bisschen mehr hinter die Kulissen, weil oberflächlich meckern geht jetzt nicht nur um meinen Park, ich lese ja auch über anderen immer mal gerne die Rezensionen und ich weiß auch, dass wir Parkbesitzer und auch die Schausteller untereinander auch mal beim anderen in die Rezension gucken. Wenn mir eine schlechte Erfahrung kommt, war bei dem denn auch was und so. Aber manchmal denke ich, hinterfragt manchmal manche Sachen ein bisschen mehr und erstmal besser machen. Das ist doch schönes Abschlusswort. Vielen lieben Dank, Matthias, und bis zum nächsten Mal. Ne? Danke, gerne. Ciao, ciao. Ciao. Aber das kann ganz schön rappeln. Okay, dann läuft, ne? Ja, cool.
Hast du Pizza oder hast du Flammkuchen? Nee, ich hab tatsächlich Pizza. Ja. Richtiges Frühstück. Ja. Super. Oh, dennoch schwitzige Hände hier. Jede Fahrt ein Abenteuer. Oh. Mensch, dass wir mal Bahn fahren. Ja, ey, unglaublich. Ja, ist ja unglaublich. Oder unfassbar, würde Lars sagen. Die quatschen immer noch. Unfassbar? Unfassbar, ja, beides. Unfassbar, beides? Unglaublich, ja. Okay, okay. Ja. Unfassbar, unglaublich. Unfassbar. Jetzt hat er verpasst, er sein Looping, ne? Ja, aber dafür hast du ein paar schöne Bilder. Er wird es dir danken. Ja, ich hoffe, dass ich nicht daneben gefilmt habe. Nein, du allein diese Bilder kommen. Ja. Oh Gott. Mach mal Pause hier. Kurze Pause. Kurze Pause, ich steige aus. Ja, wie hoch das zieht, ne? Merkt man so gar nicht. Nee, erst je nachdem, wie lange man fällt. Jetzt zum Beispiel! Jetzt ist man hier! War ganz schön sportlich. Ah, ganz schön sportlich. Nochmal richtig ein Rennen. Alles andere war okay, aber der. Ja, nochmal richtig. Ja. Ich bin die letzte Mal halt mal hinten gefahren. Ja. Ist ein ganz anderes Gefühl. Ja. Aber ich finde, hinten ist zum Losfahren super. Ne? Das erste Mal hochziehen, dann hast du nochmal einen längeren Weg. Je nachdem, ob man rückwärts oder vorwärts gerne fährt. Oh. So, Schuschu. Das stimmt. Nice. Oh, haben wir das abgehakt? Wollte sagen. Ein Träumchen. Ach, Larsi. Mensch. Genau. Was ich jetzt hier? Ich sag ja, wir bleiben immer bis zum Ende. Das ist schon Tradition. Ist schon hier über Ende, oder? So. Was sagt denn die Uhr? Wo ist mein haben Handy? Wir alles? Ja, ist mein Handy habe ich bestimmt auch. Ja, bestimmt in der Tasche. Soll ich mal gucken? Guck mal nebenbei. Ist aber auch ganz schön wild da hinten. Ja. Also, hast du vorne dein Handy reingetan? Nee, ganz im großen. Warte mal, bleib mal stehen. Ja, im großen Büdel. Ich kann überhaupt nichts sehen. Boah, die Sonne knallt noch, das ist der Wahnsinn. So. Das ist hier ein klassisches Outro wieder. Einfach so. Ja, den finden wir. Ja, ja. Ich dachte langsam mal schon mal vor, dann sehen wir es gleich da. Bis gleich, ja, schaffen wir. Dein Handy ist hier. Ja, super. Ja, dann nehme ich es gleich. Nee, gut, dann lass. Soll ich nochmal reingreifen? Ja, nee. Ich greife nee, später nochmal rein. Jetzt später dann nochmal. Oh, stolz bin ich schon. Hatten nee, wir wieder einen schönen Tag. Ja, war echt Mensch. Wieder ein toller Tag. Viele liebe, nette Menschen kennengelernt. Der Larsi hat sich leider wieder die Stirn verbrannt. Ja, wie immer. Das übliche, klassische in der Sommertour. Magst vielleicht rechts von mir gehen? Ja. Ja, danke. So, genau. Ja, wir haben bei weitem nicht alles gesehen. Du bist während des Interviews noch in die Loopingbahn gefahren. Ich bin ja kurz noch in die Loopingbahn gefahren, genau. Ja, mit Marco. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich dachte erst, ach, jetzt bin ich total entspannt. Wir haben uns noch ganz locker unterhalten, so relativ über Essen. Und da war, oh, es geht los. Oh Gott. Über Essen natürlich. Da dachte ich, oh Gott, geht ja auch rückwärts. Oh, nee. Und da schätzt man immer diese Rückwärts-Loopings. Ja, ich mag ja nicht so rückwärts, aber... Ist schon immer ein komisches Gefühl. Was habe ich gesagt? Komisch? Komisch. So was in der Art. Rutsche, sind wir auch nicht gerutscht. Nee. Ja, wir haben vieles. Leider auch die Bötchen haben wir nicht geschafft, ne? Nee, stimmt. Die Bötchen. Nautic Jazz wollten wir vorher. Ja, da sind wir die ganze Zeit unterwegs gewesen dahin. Ja. Na, gerade besetzt, gut, dann gehen wir dahin. Es kam aber auch immer irgendwas dazwischen, ne? Ja. Erst haben wir gesagt, okay, Bötchenfahrt machen wir noch und dann, nee, machen wir das. Ja, so, und dann sind wir die Krokodilendinger gefahren. Oh, ich habe Schluck auf jetzt. Ich habe so viel Eiscreme gegessen. Oh, ich auch, ey. Ich bin aber auch satt jetzt. Du auch? Aber wie, ja. Ich bin auch also ich könnte auch kein Fleisch mehr essen. Ich könnte gar nichts mehr essen. Oh, cool. Nee, gar nichts mehr. Oh. Gar nichts. Sorry, ich hatte die Sonnenbrille auf. Oh, also jetzt können wir vielleicht... Ich hab schon gesagt, das ist hier echt... Doch mal die Seiten wechseln. Eine Mitte schön. Soll ich wieder hin? Jetzt gehen wir bitte nach links. Magst du mal dahin? Ja, das eben hier so mit dem Wald und alles, ne? Auch gar nicht gesehen. Das ist herrlich, aber wir Hauptsache, wir waren bei den Äffchen. Wir waren bei den Äffchen. Wir waren bei den Äffchen und bei den Lamas. Jetzt muss ich kurz überlegen. Jetzt der war doch hier eben noch vor uns. Wie kann man sich jetzt hier so verlassen? Ja, genau. Hey. Gut.
Marco meinte, ihr findet das, ne? Ja. Mhm. Ja, es ist irgendwo genau ist dieser Slingshot. Der ist, glaube ich, hinten, glaube ich. Ich glaube, da links. Hier ist das Tor. Da links. Da ist Cobra. Ja, sehr gut. Dann weiß ich, wo wir sind. Dann sind wir hier richtig. So, was hat dich heute am meisten begeistert, Lars? Boah, vieles. Slingshot? Ja, ich bin auch positiv überrascht davon. Ich würde sie auch noch mal fahren. Jo, ich bin ja zweimal gefahren. Absolut. Oh, absolut. absolut. Hier rechts. Absolut. Ja, auch dieser Themenbereich hier jetzt. Ne? Also, was ist das Themenbereich? Also, ja, im Wald hast du einfach so ein paar Attraktionen stehen. Ja. Finde ich so gemütlich. Hatte ich auch Matthias schon gesagt. Ich finde persönlich den besten Bereich hier so richtig im Wald. Ja. Und wir haben uns halt morgens so gefreut. Ah, oh, hier ist auch Wald mit Schatten und so. Ja. Ja. Kamen wir nicht hin. Wir waren immer da, wo die Sonne brannte, ey. Ja, stimmt. Die ganze Zeit. Meine Güte, es ist immer hart, aber ich liebe ja die Sonne. Es ist schon in Ordnung. Ja, genau. Ist auch in Ordnung. Und ja, und die Menschen natürlich auch hier. Ne? Auch, ja. Wir haben so viele Leute kennengelernt. Alle total herzlich. Ja, die Lebensfreude, die man da auch wieder spürt. Ne? Ja. So, ah, Mensch, die haben Bock auf den Job und die wollen was bewegen, Menschen Freude zu bereiten, ist einfach toll. Da ist sie wieder, ich guck schon wieder hoch. Da ist die Slingshot. Ich bin zweimal gefahren, oder? Ich muss nicht mehr. Ja, eigentlich war es mir einfach raus. Ja. Ah, leider Betrieb schon eingestellt. Ach, ne? Schade. Mhm. Blöd. Und was hat dich denn so am meisten begeistert? Oh, Lars, das wollte ich nicht, dass du es fragst. Die Slingshot auf jeden Fall, weil ich mich nicht gedacht hätte, so, da fehlen mir die Worte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da einsteige. Aber es war mega weich und alles in Ordnung und super smooth Fahrt. Vor allem auch über den Wald. Ne, das über den Wald. Damit haben sie mich gekriegt. Wäre das jetzt hier nicht im Wald gewesen, hätte ich nur mal überlegt. Ja. Also das war doch schon wirklich Betrieb cool. Ist noch nicht eingestellt. Nee, noch nicht. Nee, aber schaffe ich nicht. Ich habe ja gerade das Eis gegessen. Warte mal, wir gehen mal hier das über. Ja, wir gehen mal noch. Wir erzählen ja noch. Ja, genau. Erzählen ja noch. Oh, ich bin schon wieder kurzatmig hier. Oh, auf jeden Fall erstmal mit der Après-Ski Sonnenmilch ein. Oh! Wir gehen auch immer. Aber leicht schön. Zum Klo? Ja, nee. Achso, weil ich. Achso. Nee, dann gehen wir hier lang. Oh, nee, was wir eigentlich nur abschließend sagen wollten: Es war ein sehr, sehr schöner Tag. Ich mochte nicht nur die Slingshot. Ich hätte auch gerne noch die Bötchen halt mitgenommen. Ja. Ich bin aber froh, dass wir so die dollen Attraktionen, also wahrscheinlich auch nicht alle, nicht mal ansatzweise alles geschafft. Nee. Aber wir konnten schon mal ein bisschen Duft, schmecken. Ein Duft von Geiselwind konnten wir hier schon mal ein bisschen erfahren. Ach, toll. Ja. Ja. Oh, geh mal vor. Ja. Hui. Gehen wir richtig da, ne? Ja, wir gehen halbwegs richtig. Oh, ja. Ja, und jetzt geht's für uns nochmal weiter. Ja, genau. Jetzt fahren wir Richtung Pfalz. Weil morgen sind wir im Holiday Park. Jo, da wird auch wieder gedreht. Dann wird auch wieder gedreht, ja. Genau. Aber jetzt hoppala. Heißt es eben Ein süßer Hund ist da. Ja. Ach, stimmt, jetzt ist noch hier die Werbung. Ja. Die Werbung. Wir drehen noch genau. Ein. Ach, der Hund ist so süß. Wir schwenken mal ganz kurz zu dem Hund. Hm? Hier im Hintergrund ist ein Hund. Da bin ich aber auch immer anfällig für. Na gut, ich habe 1-2 Mückenstiche und ich habe mich dennoch auch an der Brennnessel verbrannt. Ja, alles für die Kunst. Ich habe Sonnenbrand wie immer bei der Sommertour, weil eine Sommertour ohne Sonnenbrand. Ja, wäre ja keine Sommertour. Ist bei mir. Hier guck, kannst du nochmal darüber. Ja, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4. Cool. Schreit ruhig! Abschluss, jawoll! Alles cool, wir sind bei euch. Wir drücken die Daumen. Go! Das ist genau so, was ich gedacht habe. Das ist für mich tatsächlich der erste Schuss. Ja. Und die kann ich filmen. Also ich brauche nachher halt, die müssen aber ein bisschen spielen. Also ich brauche ein bisschen. Tschüss. Bewegung. Jetzt kommen die Outtakes. Achso, hier, das wird ja. Es war mir ein Vergnügen. Ja. Ich will nicht rumschleimen, aber die beiden sind cool. Abonnieren, liken, teilen. Lass einen Daumen da. Lass einen Daumen da und ich schicke euch den Rabattcode. Es war auch toll mit dir. Macht gut. 20% auf alles, außer Tiernahrung. Ja, genau. So, jetzt erfolgt die Outtakes. Liebe Grüße nochmal. Da hinten steht übrigens der Chef. Da hinten steht der Chef. Genau. Und hier ist mal da. Da steht der Chef, macht schon wieder Rundgang.
Einmal nochmal. So, jetzt abschließendes Winken. Abschließendes Winken. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis Benny. Jetzt kommen die Outtakes. Oh, wie auch immer. Ciao. Tschüss. So, jetzt kommen noch nicht die Outtakes, weil herzlich wir herzlich willkommen bei den Outtakes. So, genau. Lustig. Nee, jetzt kommen noch nicht die Outtakes, sondern wir haben noch vergessen, unser Hotelzimmer zu zeigen. Oh, weil wir so doof sind. Genau. Nee, durch auf jeden Fall. Wir doof sind, sind wir nicht, aber wir sind war eins. Ja auch ein langer Tag. War ein langer Tag. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier im Hotel Löwengarten. Oh. Oh, 4 Sterne. Hm. Oh. Vielleicht größer als das. Und ich bin heute dran mit dem Hotelcheck. Ja, ich muss mich beeilen, wir müssen Eva bekommen. Und auf. Und an. Ah, ja, Arisch. Das ist auch schon mal unsere Kategorie. Und hier ist das Bad. Ja, da gucken wir noch nicht. Da gucken wir noch nicht. Ah. Hier wohnen wir. Warte. Sie stehen einfach auf die Tür. Hier haben noch die ganzen Sachen vor der Tür. So. Und es geht rein. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Kommen Sie. Oh. So, ich habe ja kaum was gesehen. Wo sind wir denn überhaupt? Ah, hier ganz ist wichtig. Unser Zimmer. 204. 604. Ich weiß nicht. Wir hatten eben schon welche Zimmer, jetzt 209. Wir wohnen im 6. Obergeschoss, ne? Ja, 6. Obergeschoss, Zimmer 604. Und hier nächtigen wir. Erstmal alle Lichter anmachen. Ein schönes Bild über die Wir haben Gummibärchen. Wir haben wieder Gummibärchen. Es ist um einiges komfortabel. Oh. falscher Knopf. Um einiges komfortabler als letzte Nacht. Ich möchte hier schon auch Licht anmachen. So viel muss schon sein, okay? Mhm. Mach das ganze Zeug hier an. Wir haben einen sehr schönen kleinen Fernseher. Oh. Hä? Aber das an. Ah. Ist einfach ein bisschen heller als das andere. Ja, wenn du heute Abend noch ein Buch lesen willst, ne? Mm. So. Ach, was ein schöner großer Kleiderschrank. Wir machen hier mal alle Schränke. Ganz auf. Andere Nummer als letzte Nacht. Oh, safe. Guck mal hier. Soll man hier noch Schuhcreme? Oder ist das hier? Haarwachs. Zwischen Haarwachs. Weiß ich nicht. Mm. Das ist so ein Öl. Öl? Massageöl? Na, no, nicht so nehmen. Es riecht auch nach nichts, ist alles gut, aber wahrscheinlich für Schuhe. Ah. Oh, was haben wir denn hier noch? Guck mal, hier ist bestimmt die Minibar drin, die uns wert. Oh, was kostet? Oh, sogar Rittersport gibt's hier und einen Wein. Oh. Aber es fühlt sich so warm an. Ach, nur hier oben. Hier oben ist sau warm. Mhm. Aber das Wasser kostet bestimmt. Na, hier steht es ja schon wieder. Oh, aber ich glaube, Kaffee ist und was haben wir denn frei, hier? Ne? No! Ja! Kaffee ist frei. Kaffee ist frei, ja. Ja, super dann. Wir haben ja, glaube ich, ein Businesszimmer. Jetzt würde ich keinen Kaffee mehr trinken. Nö, nee, vielleicht mal früh. Ist nicht mal das hier gratis? Gar nichts gratis? Doch. Kostenlos für Sie zu Ihrer. Warte mal, hier. Ja. Guck mal, was da steht. Für Ihre Erfrischung. Ja. Ist das Wein? Das ist Wein. Na, den trinken wir noch. So viel Zeit muss sein. Teinacher? Was haben wir denn hier? Warte mal. Das gehört eigentlich zu Wasser. Oh. Ja. Ist ja, das sind die Tricks. Hier wenn ist, 3% Akku. Ich mach kälter noch. Wir machen 18 Grad, 19 erstmal, ne? 2% Akku. Ja, ab ins Bad. Riesig schöne Dusche. Ich freue mich schon. Ich mache mich gleich so richtig schön sauber. Hier ist der Pott. Hier haben wir nochmal Body Milch. Und das ist sehr gut für die Ohren zum Säubern. Okay, Hotel-Schnellcheck vorbei. Tschüss. Und jetzt kommen die Outtakes. Jetzt aber wirklich. Tschüss. 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 Ja. Immer mit dem Licht gehen. Warte. Ach, war das kurz? Ja. Gerne. So, bist du fertig? Ja. Guten Morgen. Was? Guten Morgen. Oh, warte mal, andere Hand. Mit der kann ich nicht filmen. Oh, hallo. Jetzt aber, warte. So, jetzt. Aufpassen, wo hängen bleibe. Super. Wo waren wir zuletzt? Talkönige. Wir wissen nie, wo wir zuletzt waren. So, was filmst du jetzt hier? Hier. Nach vorne. Nach vorne. Aha. Ach nee. Schon wieder falsche Knopf gedrückt.
Die Kamera läuft bestimmt noch, ne? Ja, die läuft noch. Super. Läuft die Kamera? Kamera läuft. Kamera, Action. Ja, läuft. Natürlich, habt ihr schon geguckt? Natürlich. So, da sind wir schon. Guten Tag. Moin. Ach, super, ich sitze außen am Fenster. Am Fenster. Wie gesagt, ich kenne das schon. Auch an der Sinn. Ach, naja, es fällt wahrscheinlich. Premiere. Macht ihn zu auch, ne? Ja, lass ihn ruhig auf. Ein bisschen Spalt muss sein. Oh Gott, oh Gott. Gut, die Kamera. Kamera läuft. Kamera läuft. Uno, dos, tres. Ach cool, mach mal. Also wir können ja eh erst um 6 Uhr zurückgehen. Ich bin kurz am Überlegen, wie es abstaubt jetzt. Ja, ich sehe hier kaum, wo das steht ist. Ja, ich überlege schon die ganze Zeit. Ach was. Super. Oh, war nicht, ne? Oh, na, mir erklärt doch keiner die Technik. So, hat das Lars nicht gesagt. So. Super, jetzt sehe ich prima, jetzt weiß ich. Wollte ich gerade sagen, so. Jetzt läuft doch alles. Das sagst du mir jetzt. Filmst du ja, oder? Ich film. Ja, genau. Oh. Na, Kamera? Nein. Wie geht die das? Sitzt das Haar? Wenn du schreien hörst, dann drehen wir morgen nochmal. Ach, wie schön. Wenn jemand schreit. Sorry, ich mach hier den Schwenk.